Hallo? Ah, ich glaube, es kann losgehen. Hallo Berlin! Seid ihr gut drauf? Erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für jede Person, die heute hier ist, weil draußen ist richtig gutes Wetter und ihr sitzt hier mit uns im Maschinenhaus in unserer kleinen Selbsthilfegruppe hier, in unserer anti-ableistischen Keimzelle. Und ich finde, da könnt ihr euch erstmal einmal ganz kurz selbst applaudieren. Unser Panel heißt Struktureller Ableismus, wenn Filmschaffende mit Behinderung nicht versichert werden. Mein Name ist Jan Kampmann. Ableismus, das ist ein Wort, da weiß nicht jeder gleich, was gemeint ist. Andere streiten sich über die Definition und deswegen habe ich heute mal ein Zitat mitgebracht von einer Journalistin und Ableismus-Forscherin, das ist Rebecca Maskos, was uns vielleicht ein bisschen hilft, für das Thema heute die Sache einzuordnen. Und zwar sagt Maskos, zeigt sich Ableismus nicht nur im schrägen Kommentar oder im Kopfstreicheln, sondern auch in der Treppe ohne Rampe, im fehlenden Aufzug, in den Geldern, die VeranstalterInnen für Gebärdensprachdolmetschen, Livestreaming oder leichte Sprache einfach nicht aufbringen wollen. Und das heißt, es geht nicht nur um eine sogenannte behindertengerechte Haltung, also nicht Haltung im Sinne von Hühnern oder so, sondern Haltung gegenüber den Personen, sondern um einen Strukturwandel. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir heute ansprechen wollen. Aber viel fundierter als ich kann das unser tolles Panel mit meinen tollen Gästinnen heute hier. Macht mal Lärm, einerseits für Leonard Grobin, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler. Nicht weniger freue ich mich über Elena Weiß, Regisseurin von Was wir wollen und auch Schauspielerin. Christian Zipfel, Regisseur, Autor und Editor, Wim Wenders Stipendiat, das habe ich lange geübt, das Wort. Dann haben wir ganz links Nicolas Jürgens, Regisseur, Teil der inklusiven KünstlerInnenagentur Rollenfang. Neben mir Christina Hecke, Schauspielerin und Vorsitzende der Deutschen Akademie für Fernsehen. Und die Keynote wird heute liefern und auch Gast auf dem Podium sein, Jonas Kaper, Medienwissenschaftler, Journalist und Mitglied der Initiative Vielfalt im Film. Herzlich willkommen. Die Gebärdensprachdolmetschung besorgt heute Uwe Schönfeld. Vielen Dank. Noch ein Hinweis, das Panel wird aufgezeichnet. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmt ihr der Aufzeichnung und Veröffentlichung des Bild- und Tonmaterials sowie der Verarbeitung für unsere Berichterstattung vollumfänglich zu. Jetzt kommt Danksagung. Ihr habt noch nicht genug, ich merk's. Also, einmal vielen Dank an die VeranstalterInnen. Das ist das Netzwerk Inklusion bei ProQuote Film e.V., Cast Me In, eine Initiative für mehr ästhetische Vielfalt. Die Filmcrew von Was wir wollen, das ist einerseits Elena, aber zum Kernteam gehören neben der Regisseurin auch die Autorin Sophie Dittmar, die Produzentin Paula Martin-Karg und der Bildgestalter Matthias Pöltinger. Und ja, kann man applaudieren. Und vielen Dank an Outtakes, der Blog der Film- und Fernsehbranche und hier besonders an Peter Hartig. Vielen Dank auch an die Sponsoren, das sind Crew United, History Vision, Pre-Producer, das Casting Network und bitte einen warmen Sonderapplaus für zwei Personen, die sich ganz besonders für dieses Panel eingesetzt haben. Das ist zum einen Tina Thiele. Und zum anderen Johanna Polley. Vielen, vielen Dank an euch. Noch ein weiterer Hinweis, wir öffnen nach dem Panel für Fragen aus dem Publikum, also wenn ihr mögt, bleibt bis zum Q&A, wenn wir es schaffen, so schnell durch zu sein. Ja, dass wir heute hier sitzen, das hatte einen Auslöser und das ist der Film Was wir wollen und sein Hauptdarsteller Leonard Grobin. Dass Leonard am Ende ein großartiger Darsteller in einem jetzt schon viel gerühmten Film geworden ist, das ist nicht selbstverständlich. Leonard hat Osteogenesis imperfecta, oft auch als Glasknochenkrankheit bezeichnet. Und da hat die Personenausfallversicherung einfach mal gesagt, den versichern wir nicht. Da ist uns das Risiko zu hoch für den Dreh.
Und dann haben die FilmemacherInnen selbst 45.000 Euro oder ich glaube sogar mehr gesammelt als BürgerInnen, um eben als Ersatzversicherung im Falle eines Ausfalls von Grubin. Wir haben auch die Versicherung angefragt, hier zu Gast zu sein auf dem Panel oder ein Statement abzugeben, haben aber nichts erhalten. Ja, und da sind wir quasi schon mitten im Thema. Alle wollen heutzutage Diversity, Produktionsfirmen unterschreiben Charters. Germany's Next Topmodel setzt auf das Thema. Aber wenn es drauf ankommt, wenn es um Zeit und Geld geht und um Aufwand, dann ducken sich viele weg. Dabei gibt es so viele physische Barrieren. Viele Schauspielschulen sind nicht barrierefrei, viele Veranstaltungsorte sind nicht barrierefrei. Es gibt psychische Barrieren, es gibt kaum Vorbilder im Mainstream, in Film und Fernsehen, im Theater. Und die Gesellschaft spiegelt den KünstlerInnen, die es probieren, oft, dass sie das gar nicht können. Ja, und wenn man dann beide Hürden überwunden hat, wie das hier auch einige im Publikum, einige auf dem Panel getan haben, dann stehen da keine Cheerleader, die mit Geldscheinen wedeln, sondern oft wird einem noch gesagt, dass man ein Risiko ist, zum Beispiel wie in Leonards Fall. Das ist ein Teufelskreis, den keiner besser runterbrechen kann als Jonas Kaper, der uns heute die Keynote besorgen wird. Jonas, du darfst unser Lagerfeuer jetzt entzünden mit deiner Keynote. Bitteschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und etwas zum Thema Behinderung im Film erzählen kann. Kurz nochmal zu mir, aber du hast mich ja schon vorgestellt. Wie gesagt, ich bin Medienwissenschaften und Musikwissenschaften studiert, bin dann eher in den Journalismusbereich gegangen und bin als in der Filmbranche auch beratend tätig, sowohl Drehbuchberatung, Sensitivity Reading und bin seit etwas mehr als 4,5 Jahren unter anderem auch als Redakteur bei den Berliner Verein Sozialhelden, wo ich in den Projekten Leitmedien unter anderem arbeite. Und Leitmedien ist auch ein Teil des Projektes von Vielfalt im Film. Du hast es eben auch gesagt, eine Initiative, die aus vielen kleinen Gruppierungen besteht, die sich mit der Filmbranche auseinandersetzen. Und wir alle hatten das Gefühl damals, dass eben die Filmbranche nicht wirklich vielfältig ist und dass es dort Klischees gibt und dass es dort Diskriminierung gibt. Und um dieses Gefühl so ein bisschen zu untermauern, haben wir halt damals eine Umfrage gemacht unter über 6.000 Filmschaffenden vor und hinter der Kamera im deutschsprachigen Raum, um einfach mal dieses Gefühl durch Fakten zu untermauern. Und dabei sind halt sehr viele Erlebnisse von Diskriminierung einfach ans Tageslicht gekommen. Und ich habe in meiner Arbeit einfach gemerkt, dass es immer wieder auch teilweise Ausreden gibt, warum Diversität und Inklusion im Film nicht umgesetzt wird, aber dass viel einfach mit dem Finger irgendwie auf andere Branchen immer wieder gezeigt wird. Also quasi häufig dieses, wir würden ja gerne, aber. Und diesen von dir angesprochenen Teufelskreis gibt es mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, irgendwie wirklich, dass man egal, es gibt so viele verschiedene Stellschrauben, wo man einfach anfangen kann, etwas zu verändern. Und eine der Stellschrauben ist unter anderem einfach die Zugänge zur Ausbildung. Viele, die Filme machen, möchten halt Leute, die eine gewisse Expertise haben, eine Erfahrung, die eine Ausbildung haben. Heißt also, die Frage ist, wie barrierefrei und zugänglich sind eben Ausbildungsstätten. Da ist es so, dass Behinderung nicht unbedingt immer nur Rollstuhl ist. Also es geht immer nicht nur darum, okay, wir würden ja gerne SchauspielerInnen mit Behinderung auf unsere Schule lassen, aber wir haben Treppenstufen am Eingang. Also das ist nicht das einzige Kriterium, aber eben auch, also einfach diese physische Barrierefreiheit. Gleichzeitig aber auch eben die Frage, okay, was für Kriterien gibt es denn schon vorab? Und da könnte man natürlich noch viel weiter gehen, was für Chancen haben Menschen mit Behinderung, Abitur zu machen, zu studieren. Wir haben immer noch jede Menge Sonderformen von Förderschulen, Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die alle dafür sorgen, dass wir einfach keine Begegnungen haben. Und das sorgt eben einfach dafür, dass einfach Schauspielschulen da teilweise oder generell Filmhochschulen einfach sehr starke Kriterien haben und diese Vielfalt schon allein in der Ausbildung einfach nicht stattfindet. Das sorgt natürlich dann irgendwie dafür, dass
vor und hinter der Kamera keine Leute mit der gewissen Expertise sind. Heißt also, wenn man in dem Bereich Drehbuch tätig ist, gibt es wenig AutorInnen mit Behinderung, die gewisse Themen einfach anbringen können. Und es gibt dadurch entstehen einfach gewisse Klischees. Und wenn man mal schaut, welche Klischees es einfach gibt beim Thema Behinderung, man hat einmal das rein medizinische, also einen medizinischen Blick darauf. Das sind dann häufig Geschichten, wo es um gewisse Diagnosen geht, wo in einem kompletten Film erzählt wird, die komplette Krankengeschichte wird erzählt. Und dann haben wir die typischen Heldinnengeschichten und Opfergeschichten. Also wie tapfer Menschen mit Behinderung ihr Leben meistern, trotz ihrer Behinderung, ist so die eine Geschichte, die wir haben. Die andere ist eine Opfergeschichte, wo Menschen mit Behinderung als depressiv dargestellt werden, die nicht mehr leben wollen, suizidale Gedanken haben. Und das sorgt einfach für ein verqueres Bild von Behinderung. Es ist nämlich so, dass die leider schon verstorbene Aktivistin Stella Young hat mal gesagt, dass sie nicht Inspiration sein möchte. Also es ist so, dass häufig, wenn es irgendwie darum geht, über was wird berichtet, über was wird Filme gemacht, diese Heldinnen-Geschichten sind über für Menschen mit Behinderung alltägliche Dinge, die als sehr, sehr besonders gesehen werden. Also wenn man irgendwie, wir kriegen auch häufige Anfragen, es ist immer häufig immer noch Thema oder die Frage danach, wie haben Menschen mit Behinderung Sex? Oder wie setzen sich Menschen, die im Rollstuhl sitzen, auf die Toilette um? Das ist ein total spannendes Thema, da müsste man mal drüber reden. Also das sind alltägliche Sachen, die für Menschen mit Behinderung vollkommen normal sind und einfach keine Inspiration sein sollen dafür, wie sie tapfer ihr Leben meistern. Wenn man mal schaut, und das ist, ich finde es mal spannend, ein bisschen auch intersektional zu gucken, wie gewisse Geschichten erzählt werden. Es gibt verschiedene Tests, um das herauszufinden. Es gibt zum Beispiel den Bechdel-Wallacy-Test, um zu gucken, wie werden Frauen im Film repräsentiert. Und um da einfach mal zu gucken, der Test wird bestanden, wenn in dem Film mindestens zwei Frauen vorkommen, die wiederum einen Namen haben, die wiederum miteinander sprechen und das Thema, worüber sie sprechen, ist nicht ein Mann. Und wenn man sich diesen Test mal vornimmt und anguckt, dann ist es so, dass die komplette Trilogie von Herr der Ringe fällt komplett durch. Und das zeigt einfach, dass da einfach ein großer Missstand in den Geschichten herrscht, die einfach erzählt werden. Und es gibt übrigens auch einen ähnlichen Test für Behinderung, das ist der sogenannte DISRAP-Test, also Disability. Da braucht man eigentlich gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, ob in dem Film eine Person mit Behinderung stattfindet, die nicht weiß ist, nicht heterosexuell, nicht cis, deren Geschichte nicht irgendwie auf Inspiration beruft oder irgendwie instrumentalisiert wird. Die meisten Filme fallen einfach dadurch. Deshalb das, was wir wollen, ist Disability Mainstreaming, also dass Behinderung im Film stattfindet, ohne dass es irgendwie großartig Thema ist. Heißt also, dass eine Person mit Behinderung im Tatort dabei ist, ohne dass es jetzt eine Person mit Behinderung ist, sondern dass es einfach Täter oder Opfer oder Nachbar oder was auch immer. Das ist quasi das, was der große Wunsch ist, was aber eben nur passieren kann, häufig, wenn diese Expertise in den Redaktionen, in den Produktionssphären da ist, die sich darüber Gedanken machen, auch mal eben solche Geschichten zu erzählen. Man könnte meinen, dass Disability Mainstreaming in Arztserien zum Beispiel manchmal schon vorkommt. Hier zum Beispiel drei Beispiele, wo es ÄrztInnen sind, die eine Behinderung haben. Es ist aber so, dass ich es wiederum dann interessant finde, dass dann allein in der Namensgebung die gehörlose Ärztin, die Lippen lesen kann, Dr. Lipp heißt. Die kleinwüchsige Ärztin heißt Dr. Klein. Und gut, der Arzt mit Migrationshintergrund hat Dr. Demir. Aber trotzdem, es ist quasi dann nochmal, man lässt es nicht einfach so stehen, so es ist quasi nochmal mit der Faust aufs Auge, damit es wirklich auch der Letzte dann auch wirklich kapiert.
Deswegen ist es eben auch so wichtig, dadurch, dass wir, wenn wir aktuell in den Redaktionen oder in den AutorInnenbüros noch, noch keine Vielfalt haben, dass eben vielleicht Expertise von extern geholt wird. Also Sensitivity Reading ist ein großes Thema, dass einfach mal drüber geguckt wird, über die Geschichte, die erzählt wird. Ist sie klischeehaft? Also es geht noch nicht mal rein um Begrifflichkeiten, also Sensitivity Reading im Rahmen von Behinderung hat wenig damit zu tun, dass jetzt irgendeine Figur im Drehbuch sagt, du bist aber an den Rollstuhl gefesselt, sondern es geht vielmehr darum, wie, was ist die Geschichte, was mit dieser Person einfach erzählt wird. Das folgt, wenn man dann eine Geschichte erzählt hat, die dann wirklich ja, vielfältig und inklusiv ist, geht es natürlich darum, okay, wie besetzt man die? Wir haben immer noch häufig die Situation, dass Menschen mit Behinderung, mit SchauspielerInnen ohne Behinderung besetzt werden. Das ist das sogenannte Cripping Up. Hier mal ein schönes Beispiel aus dem Film Wo ist Fred? Wo es sogar noch eine doppelte Geschichte ist. Zum einen wird eine Person mit Behinderung von Christoph Maria Herbst gespielt, der keine Behinderung hat. Und dann geht es auch noch darum, dass Til Schweiger so tut, als hätte er eine Behinderung, um seine Behinderung auszunutzen. Also quasi zweimal nicht authentisch besetzt. Und grundsätzlich ist es so, dass Behinderung ist, genauso wie Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, einfach eine Identität. Und so etwas sollte einfach nicht geschauspielert werden. Man kann sich die Haare färben, man kann zunehmen, abnehmen, was auch immer, aber Behinderung gehört einfach nicht geschauspielert. Deshalb, es gibt SchauspielerInnen mit Behinderung. Wir haben Rollenfang gehört. Hier nebenan ist das Theater Rambazamba. Es gibt genügend SchauspielerInnen mit Behinderung. Man muss sie einfach nur aktiv suchen und dann aber auch bitte fair bezahlen, weil häufig gibt es Projekte leider, die dann in Werkstätten angegliedert sind, wo die SchauspielerInnen wundervolle Arbeit machen, aber eben keine, nicht die gleiche Bezahlung bekommen wie andere SchauspielerInnen ohne Behinderung. Es wird häufig dann auch versucht zu sagen, okay, man besetzt authentisch, indem man, oder man besetzt vielfältig, indem man ein Colorblind Casting macht, heißt also, man besetzt random, je nachdem, wie die eigene Identität ist oder die eigenen Vielfaltsmerkmale. Aber auch dieses System ist einfach auch gerade von Betroffenen sehr, wird sehr kritisiert, weil wir einfach teilweise einfach noch nicht so weit sind. Es ist so, dass wenn man gerade, und wir setzen uns ja gerade einfach alle dafür ein, dass mehr Menschen mit Behinderung im Film stattfinden, vor und hinter der Kamera, und dann im gleichen Atemzug zu sagen, es ist eigentlich vollkommen egal, ob eine Person eine Behinderung hat oder nicht, so weit sind wir noch nicht. Das Gleiche kann man machen, wenn wir über Frauen in den Führungsetagen von DAX-Unternehmen sprechen, dann fordern wir das, dass da mehr stattfinden, können aber nicht gleichzeitig sagen, ich stelle Leute ein und das Geschlecht ist mir vollkommen egal. Wir müssen das immer noch in den Fokus senden. Und schlussendlich geht es dann darum, wenn man dann einen schönen Film gemacht hat, der ein sehr diskriminierungsfreies Drehbuch hat, authentisch besetzt ist, dann geht es natürlich auch darum, dass man diesen Film auch barrierefrei zur Verfügung stellt. Also es geht um barrierefreie Filmfassung, damit man eben auch diese Filme rezipieren kann. Also es geht um Audiodeskription, es geht um Untertitelung, es geht um Gebärdensprache. Und das ist eben dieser besagte Kreislauf, weil sich dann eben dadurch Menschen mit Behinderung eben diese Filme auch angucken können, vielleicht ein Interesse entwickeln können für die Filmbranche und dadurch dann eben wieder sich vielleicht an Schauspielschulen wenden, die dann wiederum eher sagen, nein, wir sind leider nicht barrierefrei. Deswegen ist das große Ziel, dass sich einfach die einzelnen Bereiche nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern untereinander unterstützen und wir müssen irgendwo an irgendeiner Stelle anfangen, eine Veränderung durchzuführen und das hat einfach Folgen für diesen ganzen Kreislauf und genauso wie sich die einzelnen Branchen verbinden müssen und Allies sein müssen, so müssen es auch irgendwie wir sein, denn Inklusion bedeutet schlussendlich nicht nur dabei sein zu dürfen und hier Teil zu sein, irgendwie bei dieser Veranstaltung und das irgendwie sich angucken zu können, sondern es bedeutet eben Teilhabe, Teilgabe und Teilsein und eben auch EntscheiderInnen zu sein, auf der Bühne zu sein, reden zu dürfen und eben auch das Wort erheben zu dürfen. Deswegen ist eine Bündelung auch gerade von Diskriminierungserfahrungen sehr wichtig, weil man einfach merkt, wie
ja, was für ähnliche Erfahrungen es gibt. Und deshalb nochmal zum Schluss der Hinweis auf die Initiative Vielfalt im Film, die einfach sehr intersektional geschaut hat und gemerkt hat, wie viel ja, ähnliche Diskriminierungserfahrungen es gibt. Und wenn man sich alle zusammenschließen, haben wir eine viel, viel größere und breitere Stimme. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Keynote, lieber Jonas. Wir haben gesehen und gehört, es gibt viel zu tun. Eine, die schon viel getan hat innerhalb kurzer Zeit für inklusives Casting, für inklusiven Film. Ich dachte beim Teufelskreis sind jetzt Überleitungen aus der Hölle auch erlaubt. Deswegen mache ich das mal so. Herzlich willkommen Elena Weiß, Regisseurin und Schauspielerin, frisch gebackene Alumni der Hamburg Media School. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ja. In deinem Abschlussfilm Was wir wollen geht es um ein Pärchen, zwei RollstuhlfahrerInnen, die ihr erstes Mal haben wollen. Das Casting war sehr schwierig, da authentische DarstellerInnen zu finden. Das war ein langer Weg und als ihr dann endlich eure HauptdarstellerInnen gefunden hattet, unter anderem Leonard, gab es dann den Rückschlag, dass Leonard nicht versichert werden konnte. Wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen und wie konntet ihr dann am Ende trotzdem drehen? Ja, das war natürlich erstmal ein Riesenschock. Also wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, wir kannten dieses Problem nicht. Für uns war quasi von Anfang an klar gewesen, wir werden mit Menschen mit Behinderungen drehen. Und als dann eben diese Eröffnung kam von dem Versicherungsmakler, das ging nicht, dann hieß es quasi, okay, die Option, die wir haben, ist umbesetzen. Eine weitere Option schien es nicht zu geben. Und wir haben dann aber gesagt, das machen wir nicht, wir können uns das nicht vorstellen. Aus so einem Grund können wir nicht umbesetzen, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie wäre denn eine Möglichkeit. Und wir haben dann aus unserem Bekanntenkreis Eltern gefragt, Freundinnen von Eltern, Familie und so weiter, das weit gestreut und haben dann quasi so eine Art privaten Versicherungsschirm aufgestellt und haben quasi das komplette Budget, das wir zur Verfügung hatten, plus noch mehr. Also das war quasi die Bedingung, haben wir zusammengesammelt in Form von Bürgschaften und haben quasi diese offizielle Versicherung ersetzt über eine Art privaten Versicherungsschirm. Das war unsere Notlösung und wir waren natürlich extrem dankbar und froh, dass das dann in so kurzer Zeit noch möglich war. Ja, ihr habt dann ja viele Leute kennengelernt auf diesem Weg, viele Aktivistinnen, viele Möglichkeiten euch auch erschlossen? Also war dieser Kampf, hat der vielleicht auch Türen geöffnet oder haben sich da Chancen ergeben auch, wenn man das mal konstruktiv sieht? Ja, auf jeden Fall. Also es war natürlich erstmal eine riesige Tür, die scheinbar zugegangen ist. Und ich finde aber auch, also ich war sehr dankbar, dann in Kontakt zu kommen, eben zum Beispiel mit Tina Thiele und mit der AG Inklusion von ProQuote Film, mit Johanna Polley und so, die in diese Richtung schon viel Arbeit machen und das hat sich eben ergeben und dann natürlich auch eine tolle Zusammenarbeit mit hier Leonard, mit dir. So, also da kommt man anders in Kontakt und ich finde, das, was in der Zusammenarbeit jetzt auch schon entstanden ist, dass dieses Panel möglich geworden ist, das finde ich einfach finde ich total schön und bin ich total dankbar dafür, weil ich das Gefühl habe, darüber zu sprechen, über dieses Problem, das ist einfach total wichtig. Und wenn dann eben so Leute wie eben Johanna Polley und Matthias Gärtner, die dann schon seit Jahren daran arbeiten und mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Kontakt sind und gefühlt dann nichts weitergeht, weil einfach keine Öffentlichkeit entsteht, finde ich es umso schöner, dass wir das zusammen jetzt geschafft haben, da einen Raum zu schaffen, wo man erstmal darüber spricht. Und ich glaube, über Thematisierung und Öffentlichkeit kann eine Bewusstseinsveränderung oder eine Wahrnehmung stattfinden. Und nur so kann man Veränderungen in Gang setzen, weil Systeme sind immer träge.
Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort, die trägen Systeme. Wo liegen denn jetzt nach diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, aus deiner Sicht die strukturellen Probleme oder welche hast du so ausgemacht und was denkst du, muss sich ändern? Also was brennt dir so am meisten unter den Nägeln nach der ganzen Wut, die sich da aufgestaut hat? Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr allumfassendes Thema und ich finde, Jonas hat da ja schon sehr viel erzählt jetzt. Meine persönliche Erfahrung ist eben, dass da noch so viel Arbeit fehlt, also dass wir noch viel Arbeit machen müssen, um Bewusstsein zu schaffen. Also wir haben ja gerade dieses Problem mit den Versicherungen eben erlebt und das ist natürlich eine Stellschraube. Das ist eine Stellschraube, wie ganz aktiv und ganz direkt Personen mit Behinderung vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Also es ist ja ganz klar so, dass die Hauptpositionen oder die Head-Offs quasi werden einfach, die brauchen eine Personenausfallversicherung. Sonst sagt kaum eine Produktionsfirma, ja klar, wir drehen mit dir in einer Führungsleitungsposition oder als Hauptdarstellerin ohne Versicherung. Das kann einfach kaum eine Produktionsfirma machen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, da Möglichkeiten zu schaffen. Und ich glaube, da wäre es auch an Versicherungsfirmen, da einen Vorschlag zu machen. Es gibt zum Beispiel, von unserer Seite gäbe es den Vorschlag, man könnte ja Versicherungspauschalen machen, einfach pro Gewerk gibt es eine Versicherungspauschale und die ist unabhängig von der Gesundheitshistorie von bestimmten Menschen, weil schon allein diese Überprüfung mit dem Bogen, den man da ausfüllen muss und ankreuzen muss, was man alles hat, also über die eigene Gesundheitshistorie Auskunft geben muss. Das ist ja zutiefst diskriminierend und fragwürdig, also meine Meinung. Und ich glaube, da gäbe es einfach andere Modelle, die sehr viel diskriminierungsärmer wären. Genau. Ja, ich glaube, als ich das ausgefüllt habe, stand irgendwie, wenn ich Physiotherapie mache, darf ich nicht drehen. Oder sowas, was ja. Also völlig absurd. Aber ihr bewegt ja jetzt auch gerade im Moment schon einiges und seid auch schon mit der Politik in Kontakt gewesen. Vielleicht willst du uns da auch noch mal zwei Sätze zu erzählen. Was kann tatsächlich so gesetzgeberisch passieren? Ich muss sagen, das ist uns noch nicht so ganz klar, wie das auf GesetzgeberInnenseite aussieht. Wir waren im Kontakt auch mit den Grünen von der LAG Kultur Schleswig-Holstein. Da waren wir in so einem Meeting mit drin und die waren sehr begeistert und meinten eben, ja, super wichtig, Inklusion, ganz toll, super wichtig, steht natürlich nicht in unserem Koalitionsvertrag. Also wie viel da jetzt wirklich passiert, ist die Frage, zumindest auf diesem Wege. Und ich glaube, genau deshalb ist es einfach wichtig, eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil ich glaube, nur über Öffentlichkeit ist eine Bewegung auch in der Politik möglich. Vielen Dank, Elena Weiß. Danke dir. Ja, und der Mann, über den wir hier die ganze Zeit reden, mit dem wollen wir jetzt auch reden, Leonard Grubin. Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur aus Köln, Hauptdarsteller von Was wir wollen. Herzlich willkommen. Danke. Leonard, du hast einen unglaublich wertvollen Blick auf gleich drei Bereiche, Regie, Drehbuch und Schauspiel und dann auch noch aus der Perspektive eines Menschen mit Behinderung. Also du bist hier unser absoluter Jackpot auf dem Podium, blicktechnisch. Fangen wir mal mit den Problemen an. Let's face it, Menschen mit Behinderung sind immer noch hart unterrepräsentiert, auch im Gegensatz zu anderen Minderheitengruppen. Aus deiner Sicht und aus deinen drei Augen sozusagen, woran denkst du, liegt es oder was sind so die Hauptgründe dafür? Ich glaube, es geht wieder mal um einen Teufelskreis, der sich die ganze Zeit selbst erhält und selbst wieder befruchtet an verschiedenen Stellen und dadurch schwer umzustoßen ist. In unser aller Leben fehlt es an Berührungspunkten mit diesen Gruppen, die eben dazu gebracht werden, sich selber
immer wieder auch auszugrenzen sozusagen und finden einfach in unser aller Leben wenig statt. Also wenn wir jetzt mal explizit über Menschen mit Behinderungen sprechen, haben die meisten Menschen einfach keine Berührungspunkte in ihrem alltäglichen Leben. Das fehlt, das heißt, wenn du dann ins Kino gehst und so einen Film auf der Leinwand siehst, vermisst du vielleicht gar keine Menschen mit Behinderung, wenn du sie noch nie gesehen hast oder noch nie mit ihnen gesprochen hast und vor allem dann auch gar nichts über ihre Leben weißt. Das fällt dann einfach weniger auf. Also muss es in unserem Alltag mehr stattfinden, sonst wird sich daran, glaube ich, nichts ändern. Es muss mehr in der Öffentlichkeit stattfinden. Das, was gerade Elena schon gesagt hat, ist, glaube ich, eine ganz starke Kraft, die da wirken kann, um das zu lösen. Und wir sind ja zum Glück auch dazu fähig, das auf die große Leinwand zu bringen. Ja, und oft gibt es ja auch Berührungsängste aus produzierenden Sicht zum Beispiel. Oder was wir jetzt mitbekommen haben mit der Versicherung, dass dann vielleicht eine Produktionsfirma sagt, wir drehen einfach gar nicht mit Menschen mit Behinderung. Es gibt viele Punkte, wo es einfach stressig ist, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Aber aus strukturellen Gründen. Du hast jetzt schon selbst Filme gemacht, du hast selbst mitgespielt, du schreibst Drehbücher. Aus deiner Sicht, was hilft bei AutorInnen, ProduzentInnen, RegisseurInnen, Berührungsängste abzubauen oder da so Klischees abzubauen? Wie schaffst du das im Alltag? Was kann man da machen? Ja, also so Berührungsängste abbauen, auch im Alltag, ist auf jeden Fall eine dauerhaft präsente Mission. Auch wenn man jetzt nicht auf die Profession Film oder Drehbuch geht. Und da versuche ich es mit offenen, ausgebreiteten Armen anzugehen. Jeden Menschen ohne Behinderung willkommen zu heißen in meinem Kreis. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe es ja selbst miterlebt. Also ich war mit Leonard auf dem Max-Ophüls-Festival und er kam wirklich keine 2 Meter weit, ohne angesprochen zu werden von Menschen, die halt wirklich bewegt sind von dir, in denen du unglaublich positive Gefühle auslöst. Und ich glaube nicht nur, dass das mit der reinen Leinwandpräsenz zu tun hat, sondern auch quasi mit deiner Aura oder was du da transportierst, was auch immer das ist, verrat uns dein Geheimnis. Nein, aber du machst das, glaube ich, schon auf eine sehr starke Art und Weise und da kann man, glaube ich, schon was von lernen. Also, ja, wie machst du das? Oder was ändert Vielfalt vor der Kamera oder was veränderst du im Alltag? Nimmst du das wahr oder reflektierst du das, was da passiert? Weil das ist ja schon dann, dass die Menschen denken, irgendwas ist anders, der sieht anders aus, der bewegt sich anders, aber trotzdem löst er positive Gefühle in mir aus. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Kein Ding. Also das war natürlich echt ein ganz besonderes Erlebnis und ich habe das auch selber so wahrgenommen, dass das, ich habe das absolut nicht vorhersehen können und das war einfach überwältigend, so viel schönes, gutes Feedback zu diesem Film zu bekommen, zu was wir wollen. Und daran habe ich gemerkt, ich bin gerne die Inspiration. Also anders als das eben das Zitat, was wir gehört haben. Ich will nur die richtige Art von Inspiration sein. Also ich will keinen Inspiration-Porn darstellen und einfach natürlich nicht beglückwünscht werden dazu, dass ich mein Leben an sich meister, sondern vielleicht eher für die Sachen, die ich auch selber als Sonderleistung sehen würde und als besondere Herausforderung, und zwar einfach einen guten Film zu machen oder eine Rolle zu spielen in einem Film. Und da war das einfach ein sehr energetisierendes Erlebnis dafür, dass klar, auf Behinderung wird dann nochmal genauer geguckt. Okay, dann hat man diesen speziellen Blick. Das ist auch erstmal einfach so. Dann nehmen wir das eben so hin und dann haben Menschen diesen Film gesehen und haben da ganz viel von mitgenommen und waren dadurch tatsächlich ehrlich inspiriert. Und das war nicht aufgesetzt. Und die haben sich dann wahrscheinlich am Ende auch etwas angenähert, ohne das vielleicht genau selber auch zu reflektieren, von etwas, wovon sie vorher extrem weit entfernt waren oder überhaupt gar keine Ahnung davon hatten oder auch gar nicht davon wussten.
Hast du denn neben eurem Film noch andere Best-Practice-Beispiele für Filme, wo Menschen mit Behinderung so repräsentiert sind, wie du das gerne sehen würdest? Ich befürchte. Was wir wollen, nicht. Ist der beste Film, oder? Da kommt nichts ran. Genau, ist da kommt klar. Einfach nichts dran. Ja, danke, Leonard. Ja. Vielen Dank. Nächstes Mal kannst du dich vorbereiten. Spaß. Wir sehen also, wir müssen keine Angst haben vor Menschen mit Behinderungen am Set. Auch nicht vor Leonard. Ähnliche Erfahrungen hat auch Nicolas Jürgens gemacht, Regisseur und Teil von Rollenfang, einer Plattform für Schauspielende mit Behinderung. Nicolas, Suggestivfrage. Inwiefern sind Menschen mit Behinderung am Set eine Bereicherung? Bereicherung, also Rollenfang, die Agentur für Menschen mit Behinderungen hier in Berlin sitzen, gibt es jetzt seit 7 Jahren und Bereicherung, also wir sind angetreten mit dem Claim, wir wollen alle sehen. Und ich glaube, das ist immer noch wirklich auch die größte Bereicherung, diesen wahnsinnigen Gap zwischen Anteil in der Bevölkerung von Menschen mit Behinderung und dem Anteil von Repräsentation in den Medien kleiner zu machen. Der ist nämlich unfassbar riesig. So, ne? Also das ist immer noch das, wofür wir arbeiten und kämpfen an ganz verschiedenen Baustellen mit Rollenfang. Aber ja, also wir haben über unsere Weiterbildungssparte wahnsinnig viel Dreherfahrung mittlerweile auch gesammelt und drehen also ganz viele Kurzfilme und Filme mit Menschen mit Behinderungen, wo wir weiterbilden, oftmals zum Teil SchauspielerInnen, die sehr viel Erfahrung auf der Bühne haben und dann nochmal so ein bisschen den Schritt brauchen, auch um mit der Kamera zu wachsen. Das ist natürlich immer mit Menschen mit Behinderung, die gibt es ja in der Form so nicht. Ja? Insofern muss ich, glaube ich, ein bisschen ins Detail gehen. Ich glaube, was da stattfindet immer bei unseren Dreharbeiten, ist wirklich tatsächlich die Begegnung, die hier auch schon angeklungen ist. Also das, was Jonas so schön von diesem klischeehaften Erzählen benannt hat, ist etwas, was, wenn man anfängt, wirklich zu arbeiten miteinander und zu begegnen, Begegnung herzustellen, dann merkt man ganz schnell, dass bestimmte Dinge, die man sieht, einfach so für einen nicht mehr funktionieren. Und auf einmal sieht man auch das, was Jonas eben so schön beschrieben hat, dieses klischeehafte Erzählen, was viel stattfindet. Also ganz wichtig ist die Begegnung und das auch nicht als soziales Experiment, sondern wirklich als kreativer Prozess. Das funktioniert also sowohl für Produzenten, für Regisseure, für DrehbuchautorInnen, gleichermaßen wie aber auch für Schauspieler. Und das ist vielleicht auch was, wovon ich berichten kann von unseren vielen, vielen Dreharbeiten. Beispielsweise bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Da ist es total spannend zu sehen, wenn da Begegnungen mit SchauspielerInnen stattfinden, ohne Behinderung, wie das Spiel verändert auch. Und die Erzählung, also das, was die davon mitnehmen, ist Wahnsinn. Hast du ein Beispiel? Naja, grundsätzlich, ich glaube, was der Kreativität oder auch dem Ergebnis dann immer wehtut, wenn man so den Vorabend sich im Fernsehen anschaut, ist, wenn man das Gefühl hat, da wird irgendwie ein Drehbuch so abgespielt. Ja? Und da werden bestimmte Techniken verwendet, die man irgendwie sich dann so über die Jahre in der Film- und Fernsehbranche als SchauspielerIn dann so draufpackt. Und ja, in so einer Begegnung, jetzt Beispiel Mensch mit kognitiver Einschränkung, da muss man sich viel mehr nochmal drauf einlassen, zum Beispiel. Ja? Viel mehr offen sein, zuhören, aufpassen und sich überraschen lassen, auch in der Situation, im Spiel. Und das ist zum Beispiel was viele SchauspielerInnen so schildern aus der Begegnung, was für sie ganz spannend ist, was ja auch zentraler Teil vom Schauspiel ist und auch vielen Schauspielern ganz gut tut, nochmal so ein bisschen Luft reinzulassen. Ja? Man wird wahrscheinlich auch aus seinen Mustern dann gerissen, oder? Also dass es einfach so eine Art Disruption ist. Genau, Luft reinlassen. Ja, du hast im Vorgespräch das mal Angstding genannt, oder ich habe jetzt auch mit Leonard gerade drüber gesprochen, Berührungsängste, die habt ihr wahrscheinlich weniger bei Rollenfang, aber wie würdest du andere Agenturen oder Produzierende beraten
Oder was wären, gibt es vielleicht so drei Dinge, die du sagen würdest, was man tun sollte und nicht tun sollte in der Begegnung? In der Begegnung? Ja, die Begegnung, von der du gerade gesprochen hast. Jetzt so am Filmset quasi, wirklich bei den Dreharbeiten. Zum Beispiel, ja. Also gibt es Fehler, die oft gemacht werden oder wo du denkst, ah, das machen wir bei Rollenfang anders oder... Ja, ich glaube, also das hat Jonas ja auch, es findet tatsächlich, so wie unsere Gesellschaft auch strukturiert ist, einfach relativ wenig Begegnung statt. Das muss man, glaube ich, festhalten. Und da, deswegen sind Ängste da und das erleben wir, sowohl bei unseren SchauspielerInnen, aber natürlich auch bei ProduzentInnen und bei RegisseurInnen. Und das ist einfach auch ein Thema der Branche, dass Ängste da sind, mache ich was falsch, also auf so einer ganz persönlichen Ebene natürlich, kann ich irgendwas Falsches sagen oder Richtiges sagen. Ich glaube, da hilft tatsächlich nur die Begegnung. Ja, also, ne, wir jetzt als Agentur, wenn Produktionen auf uns zukommen, klar, die wollen natürlich gerade von Produzentenseite her ihr Produkt fertigstellen und die sind stark in einer Risikoabwägung und haben dann manchmal eben bei dem Thema das Gefühl, noch ein Risiko mehr in die Produktion aufzunehmen, bei sowieso schon immer gefühlt knappen Budget und so. Und dem begegnen wir bei Rollenfang so, dass wir da einfach ganz viel auch aufklären und beraten und begleiten und so in die Branche kommunizieren und versuchen eben diesen Ängsten so ein Stück weit zu begegnen. Vielleicht noch ganz kurz, ihr konzentriert euch ja auf Menschen mit Einschränkungen, kann man das so sagen? Oder sind es nur Menschen mit Einschränkungen in der Agentur? Habt ihr auch mal über so eine Mixed-Able-Agentur nachgedacht oder ist das ein Thema, worüber ihr nachdenkt, dass es jetzt in Anführungszeichen nur Menschen mit Einschränkungen sind? Ja, da sprichst du was an. Das ist natürlich eine ganz seltsame Kategorie, die sie da so ein bisschen entsteht, ne? Aber auch tatsächlich aus der Praxis geboren. Also Rollenfang macht eben ganz viel Aufklärungsarbeit, ist viel unterwegs und informiert und macht PR für die Sache. Und ursprünglich war der Plan tatsächlich, mit Rollenfang eine Art Sprungbrett und eine Interessenvertretung zu bilden, um SchauspielerInnen mit Behinderungen in Agenturen zu bringen. So, ja, und da gab es auch Kooperationen mit Agenturen. Aus der Praxis heraus ist entstanden, dass wir jetzt eben auch vertreten. Und ja, dass das dann so ein bisschen so eine Kategorie, so eine Insel, ja, dann ergibt, finden wir auch nicht ganz glücklich und da ist sicherlich Entwicklung auch noch da. Aber wir verstehen tatsächlich auch unser Kerngeschäft. Wir haben noch auch ein Projekt, was eben stärker sich auch nochmal richtet an Menschen hinter der Kamera, speziell in unserem Projekt Rollenfanglabor im Moment mit Drehbuchautoren. Dann haben wir eben unser Weiterbildungsteil und so verstehen wir uns eben eigentlich in der Hauptsache nicht nur als Agentur, sondern wirklich auch als Sammelbecken, um das Thema voranzubringen und unterschiedliche Bereiche zu entwickeln. Vielen Dank, lieber Nikolas, für die Einblicke. Ja, und jetzt wollen wir nochmal den Blick aus der Krähenperspektive auf diese vergifteten Strukturen werfen, und zwar mit Christina Hecke, Schauspielerin und Vorsitzende der Deutschen Akademie für Fernsehen. Wir haben jetzt schon viele Probleme angesprochen und vor allem darüber geredet, wer diskriminiert wird, aber wer diskriminiert eigentlich? Du hast im Vorgespräch den schönen Satz gesagt, Diskriminierung setzt voraus, dass es eine selbsternannte Autorität gibt. Das musst du uns erklären. Wer ist das und was macht diese Autorität? Diese Autorität bilden wir. Das klingt jetzt verrückt, aber in jedem Moment, in dem ich bereit bin, mich entweder über jemanden zu stellen oder mich jemandem unterzuordnen, bin ich Teil einer Annahme von einem, ich meine das jetzt nicht aus der Perspektive von Kompetenz, ja? Wenn ich weiß, einer kann was, dann laufe ich auch hinterher blind, ja? Aber ich meine jetzt einem Devotismus oder einem aus Arroganz erhobenen, sich über jemanden stellen. Diese beiden Perspektiven sind Teile von Gesellschaft. Die haben zunächst mal betreffen die jeden. Daraus begründet sich ein Normal,
was wir als solches angenommen haben. Und im Moment erleben wir die Bugwelle von, okay, dann lassen wir eben auch mal alles ein bisschen nach vorne, was nicht ganz so normal ist. Das heißt, alles, was das normal begründet, ist das, was sich als solches akzeptiert. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen philosophisch komplex, aber ich versuche es mal ein bisschen einfacher zu machen. Ganz banale Situation, es kommen drei Leute zu einem Abendessen zusammen und es ist relativ schnell klar, der am lautesten quatscht, übernimmt die Führung. Ganz banale Situation. Oder kommen drei zusammen, kennen sich noch aus der Schulzeit, sind dann irgendwie jetzt das Jahrgangstreffen, Abi, keine Ahnung, man sitzt zusammen, man war am engsten befreundet und auf einmal wird klar, irgendwie ist der am coolsten, der das meiste Geld verdient oder den coolsten Job hat. Wir haben Parameter, an denen wir uns orientieren, woran wir festmachen, wer hier den Ton angibt. Um mal ein Beispiel aus unserer Branche zu ziehen, ich komme gerade von der Produzentenallianz, da war heute Morgen der Tag, hat Claudia Roth gesprochen als unsere Kultusministerin. Es ging darum, Diversität nach vorne zu bringen, Gender Pay Gaps zu schließen, Nachhaltigkeit, dazu gehört auch soziale Nachhaltigkeit, was auch berücksichtigt, dass zum Beispiel, um einen kleinen Ausdruck davon zu geben, hieß es zum Beispiel von dem Senatsvorsitzenden aus NRW, dass er der Filmbranche dafür dankt, dass die Sozialresilienz der Deutschen gestärkt worden ist durch die Filme der vergangenen drei Jahre. Okay, kann man ja so sehen, ist ja großartig, aber was ich damit sagen möchte ist, selbst bei denen, die zum Normal gehören, aus der Definition von Normal, bewegt sich etwas, wo danach gegriffen wird, wer unterstützt hier eigentlich wen? Was also, um die Frage vereinfacht zu beantworten, es ist ein bisschen komplexer, aber folgt mir mal einen Moment, ist zu verstehen, Diskriminierung erfordert zwei Parts. Nämlich den Part, der sich drüber stellt und in die diskriminierenden Position gerät und der andere, der sich unterordnet, sich also auch diskriminiert fühlt. Ich bin letztes Jahr gewählt worden zur Vorsitzenden der Deutschen Akademie für Fernsehen und man könnte jetzt sagen, einfache Nummer, da ist alles 60+ und da kommt so ein Ding, die ist weiblich, divers, jung, easy. Divers im Sinne von, ich bin mit einer Frau verheiratet, die sitzt übrigens hier. Macht aber nichts. Das interessiert mich aber nicht, weil für mich ist nicht die Regenbogenflagge, die mir jetzt angeheftet wird, interessant, was aber zum Beispiel auch meine Besetzung auf einmal betrifft, weil das ein Hype ist, auf einmal, was widerlich ist, weil auf einmal jeder Fantasien dazu entwickelt, was ich denn in meinem Bett treibe, wenn ich ans Set komme. Ja? Also nur um mal zu sagen, divers und so weiter. Der Punkt ist aber, ich entscheide, ob ich mich davon diskriminieren lasse. Der Punkt gehört dazu. Kommt mir also jemand mit diesem weiblich divers Gequatsche, habe ich den in zwei Sätzen an die Wand genagelt. Aber nicht, weil ich kämpfe, sondern weil ich meine Position kenne und sage, zur Diskriminierung gehören zwei. Nice try, aber ich mache nicht mit. Das ist jetzt Zufall. das war keine Absicht. Ja. Du hast gerade schon angesprochen mit dem Hype sozusagen. Was würdest du sagen? Also ich denke manchmal auch da so drüber nach und denke, es hat einerseits schon auch viele Vorteile, dass im Moment so viel passiert und dass der Druck steigt nach Repräsentation. Und andererseits will man sich natürlich nicht zum Token machen lassen, zum Maskottchen, wie du es gerade schon beschrieben hast, ne? Sich nicht in ein Klischee drängen lassen. Andererseits eigentlich aber auch die Kohle einfach mitnehmen und die ganzen Angebote, weil das ja super wichtig ist. Und ich denke, manchmal ist das gerade so eine Zwischenphase in dieser Evolution, dass wir gerade in dieser Phase sind, wo eben viel gedrückt wird und viel nach oben gespült wird, auch nicht immer nur Gutes, aber das muss man dann mitnehmen oder wie soll man das? Ich stelle mir die Frage selbst auch bei Angeboten und ja, was denkst du dazu? Also, zunächst sprichst du da ein unglaublich wiederum urmenschliches Phänomen an, wer am lautesten brüllt, steht in der ersten Reihe, so nach dem Motto. Ja? Und dann wollen alle in der ersten Reihe stehen und auf einmal brüllen alle ganz laut und keiner hört mehr dem anderen zu, weil alle mit Brüllen beschäftigt sind. Was also an der Stelle von dir angesprochen ist, ist dieser Hype von, was ist denn andersartig? Jetzt haben wir diese Zirkusmanege,
Und durch die wird so alles durchgeführt. Das war zunächst irgendwie mal diese nach Hollywood-Erkenntnissen, dann die MeToo-Welle, auf einmal waren die Frauen ganz vorne. Und dann war es auch, ja, die bösen weißen Männer, die die armen, armen Frauen diskriminieren. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie viele Weiber sich irgendwem an den Hals geschmissen haben in der Hoffnung auf irgendeine Position und umgekehrt. Also auch da, die Schuldfrage finde ich immer schwierig. Wozu wir aber auch kommen an der Stelle ist zu sagen, dann reite ich halt den Gaul, bis er unter mir zusammenbricht, aber ich hatte meinen Moment im Spotlight. Das finde ich in einer sehr simplen Position nichts weiter als arrogant. Es ist dieses, es geht um mich, ich will nach vorne, ich bin wichtig, ich muss gesehen werden, ich will gehört werden. Das wollen alle. Wenn wir alle so unterwegs sind, dann ist nur noch ein lautes, brüllendes Ich und dahinter gar nichts. Und aus meiner Perspektive gestaltet sich Gesellschaft so, wo wir alle erkennen, wer wo seinen Platz hat. Und dazu gehört, dass in dem Moment, wo etwas unterdrückt wird, nehmen wir mal die 70er, wo es hieß, die Frauen nach vorne, burn your brain, keep your brain und so. Es heißt also immer erstmal ins Extrem, um sichtbar zu werden, um sich dann wieder einzupendeln. So funktionieren wir, weil wir eben dieses Normal akzeptiert haben. Vor dem Hintergrund ist es aus meiner Perspektive aber gerade gefährlich, dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, Zirkuspferdchen, Regenbogenflagge, zack, Zirkuspferdchen, Regenbogenflagge, Transe, Zirkuspferdchen, Regenbogenflagge, Rolli, Zirkuspferdchen, ja, die Liste könnte, and the list goes on. Jetzt ist und im Moment sind aber, der Hype. Darf ich kurz unterbrechen? Sind Zirkuspferdchen dann aber erstmal besser als nichts und je mehr Zirkuspferdchen es gibt, desto mehr gesehen werden, ist dann das, was wir hier gerade auch angesprochen hatten, eben diese Normalisierung findet statt, diese Sichtbarkeit und irgendwann sind es eben nicht nur die Zirkuspferdchen. Kann man das so sagen oder ja, läuft es trotzdem gerade in eine falsche Richtung aus deiner Sicht? Nee, falsch. Also von falsch und richtig würde ich mich grundsätzlich immer distanzieren. Es ist einfach gerade ein Phänomen und das ist zunächst mal großartig, weil überall, wo Bewegung stattfindet, bewegt sich was. Ja, erstmal ganz einfach. Es bewegt sich was. Und vor dem Hintergrund würde ich einfach sagen, es liegt aber an dem Zirkuspferd selber, ob es sich als solches deklarieren lässt und als solches deklariert werden möchte oder ob es bereit ist zu sagen, okay, ihr gebt mir jetzt die Bühne, ich nehme die, aber deswegen bin ich danach nicht weg, weil eure Welle wieder abebbt, eure Welle der Anerkennung oder Aufmerksamkeit. Das hat aber was mit der Stärkung des eigenen Rückgrates zu tun und das kann nur jeder für sich selber übernehmen und da ist es vollkommen wurscht, weil im Moment haben wir tatsächlich ein Phänomen, könnte man jetzt echt hier im Saal drüber lachen, aber es gibt Initiativen darüber, dass weiße Mit-50er Regisseure, Männer, darum kämpfen, dass sie arbeiten dürfen. Es muss erstmal zum Beispiel aktuell ein Fall, es ist nicht neu, es gibt neue Statuten, weil es ist ja immer so, Regierung macht Gesetze, Gesetze schaffen Sicherheit, Sicherheit hilft dann irgendwie den Sendern, dass sie ihr Programm machen können, die wiederum gucken auf die Politik, gleichzeitig auf die Einschaltquoten und so weiter. Das ist ein vollkommenes Ping-Pong, was irgendwie miteinander zusammenhängt. Aber da heißt es dann auf einmal, ja, du musst erstmal 60 Absagen von Frauen haben, bevor du einen Regisseur fragen darfst. Du musst erstmal 60 Regisseurinnen Absagen haben, um einen Regisseur für dein Projekt fragen zu dürfen. Beispiel. Ja. Wir sind so dumm, wir Menschen. Wir verknoten uns erstmal selber in einer solchen Verschachtelung. Aber zunächst, wie sollen wir es anders machen, wenn wir in uns dieses akzeptierte Normal als Standard nehmen? Dann müssen erstmal alle, die an den Rand gedrängt wurden, ihren Weg in die Vermengung finden, dass sich alles vermengt. Das macht ja erstmal Sinn. Nur was ich dazu beitragen möchte, schon immer auch bei Pro Quote oder auch zum Beispiel bei der Diversitätsfrage, als dann diese Act-Out-Kampagne kam, bei der ich nicht gezeichnet habe, aus einem ganz bestimmten Grund, den teile ich auch gerne öffentlich, ist zu sagen, wir sind gefragt, uns selber als normal zu sehen. In einem Feld, das sich als normal begreift, stechen wir dann zwar vielleicht erstmal aufgrund von Parametern raus, aber wenn wir uns selber als normal begreifen, dann vermengen wir uns auch und bleiben nicht das Zirkuspferd, das mal raus darf und irgendwann wieder in den Stall geführt wird. Egal aus welcher Perspektive. Und das, um das abzuschließen,
die Act-Out-Kampagne, ich kannte das Manifest, bevor es veröffentlicht wurde in der Süddeutschen, wo viele Schauspieler, vielleicht ist das auch bekannt, nach vorne gegangen sind. Das hätte man genauso machen können mit Behinderung. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Welle, die geritten worden ist. Und da hieß es drin, wir definieren uns privat als, und dann kam dieser ganze Buchstabensalat. Also LGBTQ+, das ist nicht despektierlich gemeint. Ich meine, es ist nur so komplex geworden, dass selbst ich da auch nicht mehr durchblicke. Ja? Und an der Stelle habe ich gesagt, das kann man so nicht schreiben. Der Satz müsste heißen, wir leben in einer Gesellschaft, die uns definiert als, und dann diese Buchstaben. Genauso wie man sagen müsste, ich lebe in einer Gesellschaft, die mich als behindert definiert. Ja? Die Frage muss umgedreht werden. Und da ist das bräsige Normal einfach die Masse, die so groß ist, die zu bewegen ist, so als würde David versuchen, Goliath auf den Rücken zu schmeißen. Das fühlt sich erstmal passiv an. Ich kann nur sagen, Vermengung vermischt und macht es bunt. Rückgrat stärken. Das wäre meine Aussage. Vielleicht noch ganz kurz, du hast, weil du es auch schon ein paar Mal angedeutet hast in deinen Antworten, mit der Bitte vielleicht um eine knappe Antwort. Ich weiß, ja, kurz. Ich weiß, es ist fies. Ja. Du hast ein bisschen schon die Politik angesprochen. Was wäre da so dein, vielleicht einfach so die Hauptlinie, wo du sagst, da steckt auch noch der Teufel drin. Welche Rolle spielt die Politik in diesem ganzen Spiel, diesem Diskriminierungsspiel? Die Politik hat eine schwere Position. Das ist jetzt kein Sympathieträger-Gequatsche für die Politik, das ist einfach nur mal ein realistischer Blick. Politik ist letztlich in der Gesellschaft eine Bewegung, die auf eine Art immer reaktiv ist. In der Gesellschaft bewegt sich was, dann soll die Politik wieder mit Gesetzen darauf reagieren. Es ist also immer der Nachzögler sozusagen. Oder ist es präventiv aus Angst heraus? Das heißt, Gesetze, die uns eigentlich das Leben vereinfachen sollen, kommen meist entweder zu spät oder so kontrollierend im Vorfeld, dass der Riegel schon vorgeschoben ist. Und da, glaube ich, braucht es von allen Perspektiven einmal Verständnis und Geduld zu sehen, auch wenn mein Anliegen vorgetragen ist, ist es deswegen morgen noch nicht umgesetzt, weil der Apparat wahnsinnig träge ist und zum anderen aber auch an den Stellen, wo eben Einschränkungen da sind, wie hier, was ja schon interessant ist, dass der Versicherungsträger nicht mal eine Aussage gebracht hat zum heutigen Tag. Einfach nur gesagt hat, wir haben das Ding abgelehnt und damit, also nach dem Motto, ich versichere doch kein brennendes Haus. In deinem Fall ist jetzt also natürlich nicht so ein, ja, also wo man echt gucken muss zu sagen, aus welcher Perspektive guckt man drauf? Ich weiß, ich rede zu viel, aber ich habe es gleich. Aber zu sehen, aus Versichererperspektive könnte man 100 Argumente für ein, das war deren Entscheidung, ist berechtigt, hinfinden. Und man kann aber auch aus der Gegenperspektive sagen, es gibt 100 Entscheidungen dafür. Ich glaube, für den Gesetzgeber ist das Wichtigste immer zu verstehen, was die Situation ist. Und da kann ich wirklich nur sagen, es gibt Berufsverbände, auch jetzt die DAF, die gibt es seit 12 Jahren zur Sichtbarmachung der Gewerke, die Deutsche Akademie für Fernsehen. Alles, was von Anfang an auf den Fahnen stand, ist bis heute schwergängig umzusetzen. Es braucht einen langen Atem, egal bei welchem Thema. Und das kann ich auch hier nur nochmal sagen, ist immer das persönliche Gespräch, wenn ihr jemanden kennt, egal aus welcher Abteilung von Politik oder Gesetzgebung oder sonst wie, das persönliche Gespräch, der persönliche Kontakt, das ehrliche sich in die Augen gucken und sagen, hör mal, das ist übrigens meine Situation und ich bin damit nicht alleine, können wir da mal auf einem anderen Parkett drüber reden, das öffnet letzten Endes die Türen und macht sichtbar. Vielen Dank für deine Gedanken, liebe Christina Hecke. Vielfalt auf die Leinwand bringen, das ist auch das Credo vom Filmemacher Christian Zipfel und Wim Wenders-Stipendiat. Ich wollte das nur noch mal aussprechen. In seiner Komödie Das Leben ist sonnig und schön hat er schon mit einem diversen Cast gearbeitet, genauer gesagt Menschen mit und ohne kognitive Einschränkungen. Und auch in seinem neuen Film Pestizid, wofür er das Stipendium erhalten hat, gibt es eine Hauptdarstellerin mit kognitiver Einschränkung. Das ist eine Liebesgeschichte, angelehnt an Romeo und Julia. Bei Was wir wollen haben wir auch schon eine Liebesgeschichte. Das ist im Moment gut im Kurs. Als du mit dem Konzept für Pestizid rausgegangen bist, wie haben da mögliche GeldgeberInnen
auf ja, das Konzept reagiert, vielleicht auch schon bei dem Film davor und auch im Vergleich. Gibt es irgendwelche Vorbehalte bei dem Thema? Ist das gut zu verkaufen, nicht so gut zu verkaufen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also erstmal 2018 habe ich Das Leben ist Sonnig und Schön gedreht und es war eine wunderbare, schöne Zusammenarbeit und also ich kann das wirklich sehr empfehlen, mit einem neurodiversen Cast zu arbeiten. Im Endeffekt kann ich als Resultat sagen, dass die Arbeit sich nicht unterscheidet mit anderer Arbeit. So simpel ist meine Erkenntnis daraus. Das war eine ganz hervorragende Zusammenarbeit, weil mir da sehr viel Vertrauen geschenkt wurde, nachdem man die Position einmal durchdacht hatte und sich auf eine Haltung geeinigt hatte mit der Redaktion. Und da wurde mir ganz, ganz viel Vertrauen geschenkt und ist auch deswegen auch ein sehr persönlicher und auch sehr schöner Film geworden. Und ich bin auch insbesondere, also kriege ich heute Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil wir haben diesen Film dann in dem Theater Meine Damen und Herren gezeigt, weil halt zwei der Schauspielerinnen von einer Hauptrolle war, auch in diesem Theater aktiv ist. Und das war ein ganz, ganz wunderbares Screening, das mir auch mehr bedeutet als jedes Festival-Screening, das der Film hatte, weil ich da gemerkt habe, okay, das hat vielen Menschen was bedeutet und irgendwie war das die Bestätigung, die mir ganz wichtig war. Genau, das war ein Film, der relativ gut zu finanzieren war, weil das ein Package war, eine Summe von einem Sender und dann war es gut. Und ich habe dann darauf diesen zweiten Film geschrieben, Pestizid, eben auf Romeo und Julia basierend. Trotzdem hat es einen wahren Hintergrund, der auch aus meinem familiären Kontext kommt. Und der Stoff kam auch super gut an, also hat dann auch diese Auszeichnung bekommen. Und da habe ich was ganz, ganz Spannendes gemerkt, weil also Romeo und Julia ist so die mainstreamigste Dramaturgie, die es gibt. Also seit 700 Jahren ist das quasi die Mainstream-Liebesgeschichte. Und ich habe dann zeitweise gemerkt, dass wir es an verschiedenen Stellen vorgestellt, also bis man einen Film finanziert, hat man natürlich ganz, ganz viele Partner, die man überzeugen muss, in allen Kontexten. So. Und was ich spannend fand als Beobachtung war, dass dann das Feedback total positiv war erstmal. Und dann gab es oftmals die Anmerkung, dass es ja ein sehr, sehr nischiger Stoff ist. Und ich dachte, Moment mal, also Romeo und Julia, nischig, ja, ist schon eine steile These erstmal. Und dann habe ich halt gemerkt, was eigentlich das Hauptding dabei ist. Und zwar war man dann immer schnell auf diesen Film, diese Liebesgeschichte auf ein Thema reduziert hat. Und der Begriff Thema ist ganz, ganz schwierig. Weil wenn ich ein Thema habe, dann kann ich sagen, ja, das hatten wir schon mal letztens gedreht, das brauchen wir jetzt nicht mal neu. Beim Thema ist auch das Problem, dass das, andersrum, Entschuldigung. Sobald ich anfange, eine Menschengruppe als Thema zu bezeichnen, ist das Fundament der Ausgrenzung. Und für mich war das was dann aber auch als Missverständnis super schnell aufzuklären ist. Man sagt es dann einfach einmal und dann macht es auch bei allen Klick, aber das ist so meine Message, die ich heute gerne mitbringen wollen würde. Also arbeitet mit einem diversen Cast, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung und schaut, nimmt die Menschen ernst, nimmt die Figuren ernst. Und es ist kein Thema. Beim Filmemachen selbst, wenn du da ganz ehrlich zu dir bist, hast du da gemerkt im Prozess, das war sicherlich wahrscheinlich auch ein Prozess, dass du dich vielleicht unterbewusst hier und da mal an Klischees orientiert hast, einerseits um vielleicht das Publikum nicht zu überfordern, weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, aber auch weil du selbst noch Stereotype sozusagen in dir hattest. Und dann hast du später gemerkt und das irgendwie in deinem nächsten Film anders gemacht. Gibt es da so Stellen und Learnings, wie man neudeutsch sagt? Also ich bin erstmal in meinem familiären Kontext, bin ich mit Menschen, die auch mit einer geistigen Behinderung leben, sehr eng aufgewachsen. Deswegen für mich, ich hatte ja nie Berührungsängste. Und ich kann jetzt nicht 100% sagen, ob ich komplett klischeefrei inszeniert habe. Also das müsste man meinen Film daraufhin noch mal ein zweites Mal genau mit diesem Auge einmal schauen. Also ich habe das auf jeden Fall, mein Ansatz war, ich inszeniere
diese Hauptrolle genauso wie alle anderen Hauptrollen im Film. Ich nehme die Charaktere genauso ernst. Und was mir halt super wichtig war, ist, dass man, auch wenn man einen Film macht mit einer Hauptrolle, wo jemand mit einer kognitiven Einschränkung die Hauptrolle spielt, dass man die Dramaturgie des Films nicht darum baut. Also es ist kein Problem, das diese Figur hat, sondern der Charakter hat, ist eine Charaktereigenschaft und diese Grundvoraussetzung, die wirkt sich auf diese Charaktereigenschaft aus. Aber das ist ja bei allen Charakteren so. Also das kann man ja auf alles beziehen. Und also keine Ahnung, ich müsste mal ein Testpublikum fragen, ob es da was gab an Klischees, was sie gesehen haben. Aber ich habe versucht, das wirklich so nah zu machen, wie ich es auch kannte. Jedenfalls bist du sehr überzeugt davon, mit Mixed Able Casts zu drehen. Warum würdest du das jedem empfehlen? Warum nicht? Also, ich meine, es ist so, es spricht da nichts dagegen, oder? Also es gibt doch, also sag mal ein Argument dagegen und dann... Also, wenn ich wollte ja welche dann, dafür haben. Nee, dafür, also, ja, dafür. Aber du hast schon recht, vielleicht war die Frage auch doof. Nee, es ist keine doofe Frage, also, ich weiß nicht, also... Warum macht es dir Spaß? Macht es dir Spaß? Es macht mir halt Freude, an authentische Geschichten zu drehen, also ich arbeite auch viel im Dokumentarfilmbereich zum Beispiel, da ist das auch immer ein großes Ziel natürlich. Und wenn ich jetzt einen interessanten Charakter geschrieben habe und mir vorstelle und dann nehme ich doch die Person, wo ich weiß, die kann das mit der größten emotionalen und authentischen Kraft darstellen, dann nehme ich doch diesen Weg. Also warum soll ich mir denn die Finger wund inszenieren und einen Schauspieler oder eine Schauspielerin dazu bringen, eine Person mit einer Behinderung darzustellen, wenn ich es besser hinbekomme mit jemandem, der das tatsächlich in seinem Alltag lebt? Ja, das sowieso. Vielen Dank, Christian. Danke. Ja, jetzt haben wir über sehr, sehr viele Probleme und sehr viele Chancen geredet und irgendwie hat man das Gefühl, es bringt uns alles wieder an den Anfang, an den Teufelskreis. Jonas, du hast jetzt hier richtig viel Sitzfleisch bewiesen. Vielen Dank schon mal dafür. Nach allem, was du jetzt so gehört hast, stimmt dich das jetzt ein bisschen positiver, nach dem, ja, was du jetzt alles gehört hast, oder bist du immer noch bei deiner Präsentation vom Anfang? Also ich finde schon, dass sich etwas verändert. Also allein, dass das Bewusstsein da ist und ich merke, wie viele Anfragen wir bekommen für Beratungsangebote oder wo Leute anfragen und Beratung möchten. Das Bewusstsein ist da, nur ich glaube, es braucht einfach noch etwas mehr Zeit und glaube ich noch mehr Anstrengung, es quasi anzugehen. Und ich fand diese Thematik eben mit Normalität sehr spannend. Den Podcast, den ich mache, heißt Die neue Norm, der genau eben das thematisiert und einfach fragt, okay, was ist, wer sagt, was ist normal, weil wir häufig auch irgendwie merken, okay, es wird über Menschen mit Behinderungen gesprochen auf der einen Seite und die anderen werden dann, das sind die normalen Menschen halt, ne? Also was ist Normalität und gleichzeitig, wenn man sagt, okay, Vielfalt ist Normalität, dann geht man ja quasi den gleichen Schritt und macht irgendwas fest. Also man muss dieses Normgespräch oder diese Normdefinition jedes Mal hinterfragen und immer wieder neu definieren. Und ich finde es so wichtig auch, dass es eigentlich diese Idee von Colorblind Casting, die ich gesagt habe, das ist, ich finde, die Idee grundsätzlich ist super, aber wir sind noch nicht so weit. Und dieses... dass wir uns einfach mit den Vielfaltsmerkmalen und mit unserer Diskriminierungserfahrung immer noch und gerade noch ins Schaufenster stellen müssen, anscheinend, um etwas zu verändern. Also ich finde auch gerade so dieses Gefühl, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Panel hier wiederholen würden auf der Berlinale und wir würden über irgendeinen Film reden und wir würden nicht über Behinderung reden. Das wäre das, was quasi mein großer Wunsch wäre. Und gleichzeitig frage ich mich auch immer selbst nach dem Motto, okay, ich habe Medienwissenschaften studiert und Musikwissenschaften. Lass doch über die Zukunft in den deutschen Medien reden. Aber ich werde immer aufgrund meiner Behinderung immer wieder gefragt nach dem Motto, wie sieht es denn aus mit Inklusion? Ja, und andererseits ist es ja auch wichtig, darüber zu reden oder Sachen zu benennen. Das ist ja auch ein Thema von dir, Normalisierung versus Benennung sozusagen. Ich
es ist, glaube ich, auch so mit sexueller Orientierung oder wie auch immer, dass die Benennung schon auch hilft, um das Thema überhaupt auf die Karte zu setzen, dass überhaupt gesehen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich das ultimative Ziel die Normalisierung. Wie sieht da für dich ein Mittelweg aus? Gehen wir den gerade oder sollen wir da noch was anders machen? Ein anderes Beispiel, also gerade von ein paar Tagen hat sich ein tschechischer Fußballnationalspieler als erster europäischer Fußballspieler als schwul geoutet. Und viele Kommentare unten drunter waren so nach dem Motto, ist doch egal, warum muss der denn jetzt erzählen, dass der einen Mann liebt, das interessiert mich doch überhaupt nicht, warum muss er das sagen? Ich oute mich doch auch nicht als heterosexuell, also warum muss er das machen? Was eine diskriminierende Art und Weise ist, damit umzugehen und irgendwann vielleicht in der Zukunft nicht mehr, weil es ist so, dass dieses Bewusstsein, dass er es einmal sagt, aber alle anderen heterosexuellen Fußballer durch ihre Urlaubsfotos mit ihren Frauen, Freundinnen, durch Babyglückwünsche nach Toren jedes Mal ihre Heterosexualität wie selbstverständlich ausspielen und es nie Thema ist, das ist einfach nicht in dem Bewusstsein drin. Also ich glaube, dass wir es quasi immer noch müssen und Ich rede gerne über das Thema Inklusion und so weiter, weil ich das Gefühl habe, dass das wir als ExpertInnen in eigener Sache einfach ja, die bestmögliche Expertise haben und ich es eher falsch fände, wenn es eben dann nicht Betroffene machen würden. Aber in Zukunft natürlich wäre es quasi der Wunsch, dass eben das nicht mehr so Thema ist und dass die Vielfalt die Normalität ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ja nicht wollen, dass alle Menschen gleich sind. Wir wollen ja nicht, dass alle über einen Kamm geschert werden, alle gleich sind, sondern wir möchten, dass die Menschen einfach die gleichen Chancen haben. Du hast gerade eben was gesagt, da muss ich kurz mal drauf springen. Du hast gerade eben gesagt, sollen wir uns wirklich jetzt weiterhin ins Schaufenster stellen? Und ich glaube, da ist ein Aspekt ganz wichtig. Schaufenster mag vielleicht der Effekt erscheinen durch die Draufschauenden. Aber wenn mein Inneneffekt ist, zu claimen für mich, zu sagen, ich bin ein Pionier eines neuen Normal, dann entfällt der Schaufenstereffekt. Sondern dann stehe ich nur dem gegenüber, was ich selber als normal begreift, aufgrund der Historie, also aufgrund der Vergangenheit, mit dem neuen Normal aus der Zukunft. Ja, ja, aber und dann fragt sich nur einfach so, wer ist jetzt sozusagen wichtig, richtig? Genau, nein, aber Schaufenster im Sinne von dass man natürlich damit ein gewisses Thema aufmacht oder für eine Diskussion sorgt, im Sinne von, natürlich gehe ich diesen Schritt als, ich sehe mich als normal in dem Sinne, aber quasi, oder ich würde so die Frage, ob ich mich so bezeichnen würde, ich sehe mich als Jonas, aber... Ja, das tue ich auch. Ich laufe auch nicht rum und sage, guten Tag, mein Name ist normal. Also so, ne? Ich weiß genau, was du damit meinst. Aber was ich damit einladen möchte, ist, auch wenn der Blick von außen bewertend sich anfühlt, auch wenn der Blick von außen dieses Schaufensterphänomen aufmachen möchte, liegt es immer noch an mir, sehe ich mich selber da oder bin ich eben einfach die sagt, okay, pass auf, wenn du mich jetzt studieren möchtest, weil dein Horizont einfach etwas verkürzter ist als meiner, dann mach. Das ist was anderes, als zu sagen, oh Gott, jetzt bin ich bloßgestellt und ich muss alles von mir preisgeben und so, du musst gar nichts. Keiner muss irgendetwas. Ein Plädoyer für Selbstverantwortung. Hallo. Bei jedem von uns. Vielen Dank auch noch bei Jonas und vielen Dank an das wunderbare Panel. Elena, Leonard, Niklas, Christina, Christian und Jonas, das ist euer Applaus. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie weit wir... Genau, haben wir die Uhrzeit? Irgendjemand mal Daumen hoch, Daumen runter. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ich glaube, dann können wir noch das Q&A machen. Ja, sehr gut. Würden wir jetzt mal ins Publikum geben. Sind denn überhaupt Fragen? Genau. Ja. Ah, sehr gut.
Ich würde gerne zurückgehen zu der Frage, wenn Filmschaffende mit Behinderungen nicht versichert werden. Das kam mir jetzt gerade ein bisschen zu kurz. Ich dachte, dass ich da schlauer rausgehe als rein. Den Kollegen von Rollenfang, wie weit sind wir denn da? Also welche Versicherungen versichern SchauspielerInnen mit Behinderung? Es ist ein spezielles Thema, in dem ich gar nicht so tief drinstecke. Also vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob jedem das so, dieser Begriff Ausfallversicherung, ob das jedem so klar ist. Das ist also eine Versicherung, die im Prinzip für jede Schauspielerin, jeden Schauspieler, der bei einer großen Produktion meistens dann eben in großen tragenden Rollen dabei ist, vorher gemacht wird. Ein Prozedere, wo eben sehr, ich glaube, eben sehr persönliche Fragen, die im Prinzip von der auch Schweigepflicht so entbinden, gestellt werden, wo dann die Versicherung einen Versicherungswert feststellt, der festlegt, ob diese Person im Falle eines Ausfalls, ob dann eben die Produktionskosten, die bis dahin angefallen sind, getragen werden können von der Versicherung. So. Das heißt, selbst wenn es zum Beispiel eine depressive Erkrankung gibt, dann überlegt die Versicherung, und diesen Fall hatten wir auch mit einer sehr namhaften Schauspielerin, die gesagt hat, ich werde hier eigentlich gerade gezwungen, bei jeder Rolle, die ich annehme, zu lügen. Würde ich die Wahrheit sagen über meinen Zustand, über meinen Gemütszustand, dann riskiere ich, dass ich diese Produktion nicht machen kann, weil die Versicherer dann tatsächlich davon ausgehen, möglich, dass sie ausfällt, weil sie verstimmt ist oder eben ihre Depression durchbricht. Ja. Versichern wir nicht, diesen Film kann sie nicht machen. So, das ist quasi sozusagen erstmal das grundsätzliche Thema, was eigentlich alle Schauspieler haben. Und es ist ein ganz normales Prozedere, dass sie da durchgehen müssen. Und das hat also per se in der Form schon mal eine sehr intimitätsverletzende und diskriminierende Form. Und auf diesem Panel hat es natürlich eine ganz, ganz besondere Bedeutung, weil es hier sozusagen nicht loszulösen ist von den SchauspielerInnen. Ja, also das einfach nochmal zu der Bedeutung zu sagen. Also es ist ein grundsätzliches Thema. Vielleicht du hast dich da schon tiefer eingearbeitet. Ich würde die Frage mal weiterreichen. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass wir im Zuge dieses Falls, dem wir eben begegnet sind, dass die Versicherung das als nicht möglich gesehen hat, uns auch weiter erkundigt haben, was denn Möglichkeiten sein könnten und ob es denn Versicherungen in Deutschland gibt, die eine Glasknochenkrankheit versichern würden, und haben da mit VersicherungsexpertInnen gesprochen. Tatsächlich ist das einfach der Regelfall. Also generell, ganz generell, versichern deutsche Filmversicherungsfirmen sowas nicht. Ganz, also ist einfach so. Und es gibt quasi, es hätte eventuell die Möglichkeit gegeben, also da haben wir wieder mit einer Person gesprochen, die sich einfach auskennt und nicht persönlich Versicherer ist, aber er meinte, mit seinen persönlichen Kontakten könnte es sein, dass er es schaffen würde, eine Versicherung heranzuschaffen, die dann diesen bestimmten Fall versichern würde, dann aber die Glasknochenkrankheit ausnehmen würde aus dieser Versicherung, also ist alles irgendwie komplex, was natürlich dann wieder ein Problem darstellt, weil Versicherungen im Nachhinein bei einem Ausfall, der dann stattfinden würde, wenn jetzt zum Beispiel Leonard aufgrund von einer Erkältung krank geworden wäre, dann hätte sagen können, weil das einfach sehr undurchsichtig ist, dann hätte sagen können, ja, das ist ja, weil er aufgrund seiner Glasknochenkrankheit ein schwächeres Immunsystem hat, was medizinisch Bullshit ist, aber was einfach Praxis ist, was Versicherungsfirmen oft machen, weil sie natürlich nicht greifen wollen. Natürlich will jeder am Ende nicht der oder die Zahlende sein. Und das ist einfach das große strukturelle Problem. Und das betrifft jetzt eben nicht nur eine Filmversicherung, sondern eben leider alle. Das ist einfach eine gängige Praxis. Und da gibt es tatsächlich eine Klausel. Es ist ja eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, ist das ja, könnte man sagen, das ist illegal, weil das ist also nach der UN-Charta für Menschenrechte ist das einfach, das hält nicht Menschen, rechtens, oder? Genau, das hält Menschen aufgrund ihrer Gesundheitshistorie, aufgrund einer Behinderung vom Arbeitsmarkt fern. Es gibt aber eine Klausel, und jetzt werden wir vielleicht zu fachspezifisch, ich sage es jetzt trotzdem, es gibt eine Klausel, die quasi besagt,
ich habe es nicht ganz genau im Kopf, wie die lautet, aber die besagt quasi, wenn quasi ein finanzielles Risiko, erhöhtes Risiko besteht, dann darf hier um dieses Grundrecht herumgeschifft werden. Genau, also die gibt es, diese Klausel, und da muss man eben ansetzen und schauen, dass man daran arbeitet. Und vielleicht noch ganz kurz, weil wir eben auch dann mit dieser Filmversicherung gesprochen haben und gesagt haben, ob sie nicht hierher kommen wollen, ob sie nicht in den Dialog treten wollen. Es gibt tatsächlich die Bereitschaft von der Filmversicherung, sich nachher mit uns zusammenzusetzen. Also das wäre jetzt eben die AG Inklusion, das wäre Tina Thiele mit Cast Me In und so weiter, und das wären wir, sich zusammenzusetzen und darüber zu reden. Was daraus dann wirklich folgt, ist aber die weitere super, Frage. Aber stellen, genau. Weil, ja. Vielen Dank. Können Sie noch einmal für die Aufzeichnung Ihren Namen? Katja Breibroxerf, Agentin. Vielleicht noch ganz kurz, nur als Anfügung noch zur Antwort, weil Sie gefragt haben, wer versichert wird. Da haben wir ja auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Unterschiede gemacht werden. Also dass die Glasknochenkrankheit quasi dann zu viel Risiko war. Menschen mit Querschnittlähmung, aber unter bestimmten Umständen, wenn sie jetzt so und so viel Sport machen, dann versichert werden, dann haben wir hanebüchene Sachen da reingeschrieben. Irgendwie, ich war mal bei den Paralympics, so nach dem Motto. Und dann wurden wir versichert oder ich wurde versichert, weil ich genug Sport mache hier und da oder wie auch immer. Also das ist auch sehr krude da, die Praxis. Und ich glaube, die Hauptdarstellerin sollte erst nicht versichert werden, wurde aber dann doch versichert, warum auch immer. Und Glasknochen war dann wohl das Killerstichwort an der Stelle. Aber ich glaube, da gibt es auch keine festen Regeln, so wie ich das irgendwie wahrgenommen habe. Ja. Ja, Melissa Lorenzen, Schauspielerin. Meine Frage wäre jetzt, gibt es da irgendwelche Parameter, anhand dessen das festgemacht wird? Also irgendwie einen Behindertengrad, oder vorhin wurde gesagt, wenn man Physiotherapie bekommt, dann darf man nicht drehen. Gibt es da irgendwas, womit die argumentieren, ab wann werde ich nicht mehr versichert oder bis wann schon? Ein Versicherer ist verpflichtet, im Einzelfall zu prüfen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Da kann wirklich, deswegen, es ist jeder Schauspieler ja quasi vor Produktionsantritt, wenn das eine tragende Rolle ist, die im Ausfall zu einem Risiko für den Produzenten führen würde, ausfallversicherungspflichtig. Da ist dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, du weißt gerade erst, dass du schwanger bist. Wir wissen, als Frauen in den ersten 3 Monaten hat sich das auch schnell wieder von selbst erledigt, ja. Bist du aber vielleicht, wenn da steht, sind sie schwanger, kreuze ich jetzt ja oder nein an, weil wenn ich ja ankreuze, dann werde ich vielleicht nicht versichert und dann werde ich unbesetzt. Also schreibe ich mal lieber nein rein. Wer weiß, was dann kommt, keine Ahnung. Oder auch der Fall, es gibt mehr als genug von uns, die immer noch Drogen nehmen oder regelmäßig, unregelmäßig Drogen konsumieren und deshalb auch psychotisch unterwegs sind. Das schreibt da auch keiner rein. Ja? Am Ende des Tages ist es eine Sache, die sich in ihrer Absurdität des menschlichen Daseins auch wieder darin spiegelt, zu sagen, es gibt in jedem einzelnen Fall eine Prüfung, aber zum Beispiel kannst du Dinge, die in deinem Kopf stattfinden, für dich behalten. Aber wenn du zum Beispiel Glasknochenkrankheit hast, ist das ziemlich offensichtlich, weil es steht in deiner Krankenakte. Ja? Der Versicherer ist ganz einfach. Der Versicherer kann sich aufgrund deines Ja oder Nein, je nachdem, was du ankreuzt auf dem Zettel, den du dann ausfüllst, Kenntnisse bei deiner Versicherung einholen über deine Krankenakte und daraufhin dann entscheiden, ist das Risiko für uns tragbar oder ist es nicht tragbar. Also es gibt da keine Blaupause. Also jeder Einzelfall wird immer letztlich geprüft, so war es ja hier auch. Einer wurde genommen, einer wurde nicht genommen und dann... Ja, ich würde tatsächlich direkt noch was anfügen, weil auch hier eine also wirkliche persönliche Prüfung gar nicht stattgefunden hat. Also wir waren dazu im Dialog auch mit Leonard, ob er dazu bereit gewesen wäre. Und er wäre dazu bereit gewesen, aber das war einfach gar nie Debatte, also stand nie zur Debatte, sobald der Begriff Glasknochenkrankheit gefallen war. Oh, jetzt schleicht sich jemand an. Ja, alles gut. Genau, sobald dieser Begriff gefallen war, war es quasi klar, nein, das ist nicht versicherbar und da gab es auch kein Vor, kein Zurück, kein Wenn und kein Aber.
persönliche Prüfung heißt nicht, dass jemand bei dir anruft und sagt, guten Tag, ich würde gern mal hören. Sondern persönliche Prüfung heißt, bei einem Versicherer sitzt ein Sachbearbeiter, der bekommt das Dokument, so wie du es ausgefüllt hast, zu Händen und dann prüft er. Und wenn es irgendwelche Punkte gibt, die in seinem Schlüssel, die haben ihre Versicherungsschlüssel da liegen, irgendein Parameter auftaucht, der als nicht versicherungswürdig gefasst wird, dann wird der Vertrag wird der Zuversichernde, potenziell Zuversichernde abgelehnt. Das habe ich gemeint. Das ist also persönliche Prüfung heißt nicht, da kommt einer und sagt guten Tag. Aber was jetzt meine Frage dabei gewesen wäre, zum Beispiel jetzt GDB 50 giltst du ab schwerbehindert. Ist das zum Beispiel schon ein Punkt, du giltst als schwerbehindert, du wirst nicht versichert? Oder gibt es da auch keine richtigen Werte? Also ihr könnt mich auch korrigieren, aber ich glaube, ich gehe davon aus, dass es einen Unterschied noch gibt zwischen, also schwerbehindert ist das eine, aber dann geht es der Versicherung auch schon um das Detail Glasknochen, dass das dann deren Fokus ist. Allerdings kann man Glasknochen nicht mit Glasknochen vergleichen. Das ist leider bei der Krankheit so, dass manchen sieht man es auch gar nicht an. Die laufen und sitzen nicht im Rollstuhl, sind normal groß. Das ist bei Glasknochen eine extrem große Range. Und manche sind sehr zerbrechlich und manche weniger zerbrechlich. Das ist dann ein großer Unterschied. Und der gehört natürlich in dem Fall vielleicht sogar so genau geprüft, wie es geht, weil das Risiko ist direkt davon abhängig, wie sehr man sich wegen Glasknochen dann in dem Fall verletzt. Deswegen habe ich das auch gerne angeboten, aber ja, dazu kam es dann nicht, dann wäre das vielleicht sinnvoll gewesen. Ich nochmal kurz. Es ist ja kein Einzelfall. Es ist ja nicht so, dass das jetzt der erste Fall ist, wo eine Versicherung gesagt hat, versichern wir nicht. Ich bin seit 20 Jahren Agentin. Das ist ein Thema. Früher war es immer ein Thema, dass man als Schauspielerin bloß nicht krank sein ist. Ich bin fit, man geht zum Arzt, macht diese Prüfung und alles ist super. Jetzt sind wir halt einfach in Zeiten, wo wir genauer hinsehen durch diese Dinge. Und es ist halt, für mich stellt sich halt die Frage, wie weit ist das überhaupt rechtens, was die Versicherungen da machen? Und wie kann man sich arbeitsrechtlich schützen? Und deshalb ist es gut, dass diese Diskussion entsteht, denn das betrifft sehr, sehr viele SchauspielerInnen, nicht nur die, die eine offensichtliche Behinderung haben. Ja. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Daniel Philippen, ich bin auch Schauspielvermittler der ZAV. Wir haben über Bewusstsein gesprochen und ich finde, dieser Fall jeder Versicherung stellt aber auch die Frage nach Macht. Also, wie geht man damit um? Fängt man von unten an sozusagen, so wie ihr es gemacht habt, es gibt ein schönes Thema, es gibt ein Drehbuch, man kommt plötzlich an Probleme, versucht die irgendwie wegzuräumen, wie ihr das ja gemacht habt. Oder fangen wir mal von oben bei den Mächtigen an und sagen, warum hat eigentlich die Produzentenallianz sich nicht zusammengesetzt und hat mal gesagt, hallo Versicherung, wenn ihr das nicht macht, jetzt mal so als Machtfrage gesprochen, dann ihr seid auch unsere Kunden. Dann gehen wir halt zu einer anderen Versicherung als Produzentenallianz, als alle Produzenten. Oder die andere Frage, wer zahlt, schafft an. Ja, wie viele Leute gibt es denn, in denen die über Filme entscheiden, in den Gremien, in den Förderungen, bei den Verleihen, aber natürlich vor allen Dingen bei den Sendern. Ja, und ich glaube, man muss von oben bei der Machtfrage anfangen und ich glaube, da braucht es dann auch eine Quote. Also wenn wir mal in die Redaktion schauen, viele sind in meinem Alter, das heißt, die sind in 5 Jahren weg, die sind dann in Rente, es wird dann einen Umschwung geben bei den Sendern, bei den Redaktionen und wie die dann neu besetzt werden, da muss man genau hinschauen. Das hat wiederum mit Gremienarbeit zu tun, mit politischer Arbeit und es ist eine Machtfrage, dass dann da eben auch Leute sitzen, die eine Behinderung haben, egal wie, und dann eben auch Drehbücher lesen, aber auch einen Migrationshintergrund haben und nicht alle von der Waldorfschule und aus Akademikerfamilien kommen. Dass einfach bei den Entscheidungsgremien mehr Diversität stattfindet. Und unsere Erfahrung ist, was Frauenquote und so angeht, wir hätten es gerne alle anders gehabt, aber es braucht die Quote. Also, ich glaube, das war jetzt keine Frage, sondern eher ein Statement, dem ich mich total gern anschließen würde, Florina Filgerzofer von den Grünen tatsächlich. Es wurde vorher von Öffentlichkeit gesprochen und dass es Öffentlichkeit braucht
für dieses Thema und ich glaube, das braucht es auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt hier nicht so wahnsinnig viele Leute und ich glaube, wir sind alles Leute, denen das wichtig ist. Ich war vorher auch bei der Produzentenallianz, da waren viel mehr Leute. Da war das kein Thema. Und ich glaube, das ist natürlich total relevant und es ist wahnsinnig relevant, dass man sich Verbündete in diesen Entscheidungsstrukturen sucht. Und es ist ein großer Appell an euch alle, sich natürlich auch an die Politik zu wenden, weil das sind die, die im Endeffekt auch über Förderrichtlinien mitentscheiden und so weiter und so fort und auch über Gremienbesetzungen und all diese Dinge. Ich habe aber trotzdem auch neben diesem Statement noch eine Frage ans Podium, weil ich das eine sehr spannende Diskussion finde jetzt um diese Versicherung. Mich aber auch interessiert, was weitere Zugangsbarrieren, also wirklich so ganz knallharte Zugangsbarrieren sind, die man wirklich benennen kann, weil das ist immer wahnsinnig wichtig, dass man die Dinge so explizit wie möglich benennt, um sie auch aufweichen zu können. Und das Zweite, was mich interessiert hat, was ich jetzt aus der Diskussion nicht so rausgehört habe, waren Problematiken beim Drehen, wo man auch gegebenenfalls Maßnahmen treffen kann oder Regeln schreiben kann, damit Menschen mit den verschiedensten Formen von Behinderungen da einfach eine bessere Arbeits- oder auch bessere Arbeitsbedingungen vorfinden, die ja allgemein auch menschenfreundlicher sind, was die Filmbranche hier in vielen Bereichen nicht ist und was auch dazu führt, dass sie immer weniger attraktiv wird. Das wäre meine Frage an wer auch immer antworten will. Dankeschön. Ich habe jetzt gerade das Mikro, ich weiß nicht, ob ich das mal... Also ganz wesentlich, das hat Jonas aber auch schon genannt, ist tatsächlich die Frage der Ausbildung und der Zugänglichkeit zur Ausbildung. An deutschen Schauspielschulen gilt halt immer noch, dieses Unversehrtheit. Ja? Also man muss fechten, reiten, tanzen, all dies können, darf auch nicht zu dick sein, bitte. Und also so die totale körperliche Normierung. Sowohl das, aber natürlich auch einfach der Zugang auf ganz vielen strukturellen Ebenen. Dazu die knappe Antwort. Beim Drehen, das weiß, glaube ich, auch jeder hier, hat man es einfach viel mit Zeitdruck zu tun. Und Zeit ist Geld, Zeit ist Geld, das ist immer so das Credo des Films. Und da ist es natürlich mit Menschen mit Behinderungen, kognitiv, wie auch immer zu drehen, bedarf es manchmal einer besonderen Vorarbeit, einer Vorbereitung, einer Begleitung oder am Ende auch einfach wirklich einem Einstellen auch auf die Arbeit am Set, ja, von allen Beteiligten. Das sind Prozesse, die meistens im Vorfeld gemacht werden müssen und die eben sozusagen in der Standardindustrie oft einfach nicht vorgesehen sind, die da nicht budgetiert sind auch. Ja? Es gibt da keine für Nebendarsteller, keine Proben, so, sondern die kommen und die liefern ab und dann gehen die wieder. Und das sind so die Stellen. Und da sind dann aber eben auch wirklich so kleinere studentische Produktionen, können da wirklich auch tolle Vorreiter sein. Ja? Es gibt auch einen Kollegen, jetzt Sven Hajus, der ist euch bestimmt auch ein Begriff, der jetzt beispielsweise ein Schauspieler wirklich auch in einem langen, intensiven Prozess vorbereitet auf so einen Dreh. Ja? Und das sind natürlich einfach tolle Sachen, wenn da Kapazitäten reinfließen. Und das ist auch nur ein Aspekt vom Drehen. Das Thema ist breit, ja? Aber Zeit ist Geld, ist kreative Entwicklung in dem Bereich. Ist auf jeden Fall eine Gleichung, die man sich genau angucken muss. Okay, ich würde ganz kurz was noch hinzufügen. Genau, also was zum Beispiel ja auch immer noch so Sachen sind, ist barrierefreie Drehorte. Also da kann unsere Producerin ein Lied davon singen, dass das einfach sehr viel zeitaufwendiger und auch kostenmäßig sehr viel aufwendiger ist. Dann wollte ich noch eine Sache dazu sagen zum Kontakt zur Politik. Wir sind da auch im Kontakt, wir sind im Kontakt mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und sind auch also sowohl mit der Linken als auch mit den Grünen weiterhin im Austausch dazu. Ich glaube aber, dass es diese Öffentlichkeit schon auch braucht, um wirklich eine Handlungsnotwendigkeit zu schaffen sozusagen. Also ja, ich weiß nicht, ob ich kurz was sagen darf. Genau. Also ich bin der Sven, ich bin unter anderem Casting Director und auch aktuell noch Regieassistent, aber hoffentlich angehender Regisseur und habe mich eben auf solche Produktionen tatsächlich spezialisiert seit jetzt knapp 2,5 Jahren.
war Ottern damals auch bei dem Film Weil wir Champions sind dabei und zum Thema auch eben zu den Abläufen am Set. Ich habe selber eine Struktur eben quasi entwickelt, dass man sagt, ich bin von Beginn an dabei, das heißt vom Scouting eben die Leute zu suchen, weil ja die Datenbank aktuell noch nicht wirklich gefüllt sind, was wir hoffentlich in Zukunft ändern werden, bis hin dann eben zum also Scouting, Casting-Prozess, dann eben das Coaching, was meiner Meinung nach auch wirklich sehr wichtig ist, bis hin eben zur Betreuung, als eben auch die Regieassistenz, eben den Regisseur quasi bei seiner Arbeit zu unterstützen oder der Regisseurin. Und das funktioniert meiner Meinung nach wunderbar. Also ich bin jetzt aktuell in meiner 5. Produktion, beziehungsweise meiner 7., denn 2 sind gerade in der Vorbereitung. Einmal ist jetzt gerade das Casting beendet, wo wir einen Mann suchen, der eben zum Beispiel eine Sehbehinderung hat. Dann bereite ich gerade einen jungen Herrn vor, eben mit Down-Syndrom für eine Hauptrolle und bin jetzt in den letzten 2 Wochen, glaube ich, von 4 weiteren Produktionen angerufen worden, die Unterstützung für sowas brauchen. Also es funktioniert wirklich und ich werde ja auch immer herzlichst empfohlen, was mich sehr, sehr freut. Und kann auf jeden Fall sagen, dass das sehr gut funktioniert, wenn man so einen Ablauf hat. Aber natürlich bin ich wahrscheinlich einer aktuell der wenigen, der das alles von vorne bis hinten mitmacht. Und kann auf jeden Fall sagen, wenn man es so macht, eben auch die Gewöhnung der Person, dass man sagt, Mensch, von vorne bis hinten, man gewöhnt sich ja auch an den Assistenten, an die Person, die ihn begleitet, dann funktioniert das wirklich gut. Es gibt immer wieder Probleme, das hatte ich jetzt gestern beim Dreh erst gemerkt, dass wenn jemand dann einfach einen auf einmal weinen muss, weil er Liebeskummer hat, dann war die Regisseurin natürlich auch überfordert und wusste gar nicht, damit umzugehen. Und da ich ihn aber nun aber schon lange kenne, wusste ich natürlich genau, den Knopf kann ich drücken. Und innerhalb von 5 Minuten war dann quasi wieder einsatzbereit. Und ich denke, das ist für die Zukunft ganz gut, wenn es immer jemanden gibt oder eine Person gibt, die sich darauf eben spezialisiert und immer von vorne bis hinten den Prozess begleitet, damit eben solche Probleme dann zum Beispiel, wenn sie entstehen, dass man genau weiß, wo kann man jetzt den Knopf drücken, wo kann man dann arbeiten, dass es dann quasi wieder weitergeht und dass die Produktion auch keine Angst haben muss, dass der Dreh eventuell abgebrochen wird. Auch das gab es schon kurz vor, aber auch das kriegt man alles geregelt, wenn man weiß, mit ihnen umzugehen. Ja, vielen Dank, Sven. Und ich glaube, wir müssen jetzt leider umbauen. Deswegen müssen wir das Panel... Haben wir noch 2 Fragen? Ich glaube, da vorne ist schon... Ja, von mir aus sehr gerne. Ja, kann ich kurz was sagen? Also, es ist keine Frage. Also, ich bin Paula Martin-Kark, die Creative Producerin vom Film. Es sind sehr viele Sachen aufgekommen, was ich noch sagen wollte. Einmal, es gab schon eine Prüfung der SchauspielerInnen, aber bei Leonard Grubin leider kam es einfach nicht so weit. Die Prüfung bestand darin, dass wir nochmal einen Zettel ausgefüllt haben, wo Jan nochmal geschrieben hat, dass er Basketball gespielt hat oder Florentine, dass sie Ski fährt, um sowas zu machen. Also zum einen, also es wurde schon was geprüft. Und dann zum anderen wegen Politik, da sind wir auch total dabei und dahinter, aber bei uns war es einfach 5 Wochen vor Dreh, Abschlussfilm und da gab es jetzt keinen anderen Weg. Wir haben also wirklich alles Mögliche versucht und am Ende waren es halt private GeldgeberInnen, die uns geholfen haben, um diesen Film zu realisieren. Und natürlich, da sind wir auch sehr dankbar, dass die Hochschule uns diese Möglichkeit gegeben hat. Und dann noch da hinten ein Kommentar, das war, wie der Dreh ablief oder so, da haben wir nochmal ich habe für jede Person nochmal eine extra Gefahrenbeurteilung geschrieben, die ich mit unserer tollen Drehbuchautorin dann am Ende 3 Tage vor Dreh noch irgendwie fertig gemacht haben, weil wir das speziell nochmal zugeschneidert haben. Also der Dreh wurde höchst, also wirklich mit Adleraugen überwacht und ich war dann so auch noch zusätzliche Person wie Sven Hayes, die den Film produziert hat und gleichzeitig noch das überschaut hat, weil es gab keine Person, die sich verantwortlich dafür fühlt, weil ich bin halt die Person, die verantwortlich dafür war und das wird mir halt auch immer gesagt. Also ich kann nur Sven zustimmen, dass es wichtig ist, dass es eine Person gibt, die einfach einen Blick dafür hat, weil das natürlich trotzdem... Also, den Dreh ist nicht viel anders. Es ist natürlich, Barrierefreiheit ist nicht so einfach. Und ja, ich bin mit Metermaß rumgerannt und habe alles abgemessen, ob da auch jeder schön auf Toilette gehen kann. Und das gehört halt dann am Ende auch dazu und darf nicht vergessen werden. Ja. Hallo, ich bin Armin Schneider von der Young Talent Foundation. Ich habe eine kurze Frage an Elena und eine kurze Frage an Jonathan. Elena, bei deinen Recherchen mit den oder
bei euch, bei euren Recherchen für die Versicherung. Seid ihr auf irgendwelche Versicherungen gestoßen, die für Diversität werben? Weil die Versicherungen schreiben ja immer ganz groß in ihrer Werbung Diversität und so weiter, wollen unheimlich toll nach außen treten. Und die müsste man natürlich in die Verantwortung nehmen. Also ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, welche Versicherungen direkt damit werben. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir waren ja auch, wie gesagt, dann mit zusammen der AG Inklusion von ProQuote Film haben wir die schon länger auch im Kontakt tatsächlich mit unserer Filmversicherung dann waren und die dieses Problem schon vor längerer Zeit dort angesprochen hatten und die Antwort darauf war, ja super, wir sind total für Inklusion, Punkt. Also und keine Antwort auf die Frage oder auf keine Beantwortung auf dieses, also auf dieses Problem. Also klar, auf dem Schirm steht das oft, das Wort Inklusion, was dann wirklich drunter ist unter dem Schirm, ist dann doch was anderes, weil eben, wie es schon ein paar Mal gesagt wurde, sobald eben Zeit und Kosten da eine Rolle spielen, ist das einfach eine andere Frage. Und deshalb ist es, glaube ich, halt einfach so wichtig, dass mehr Öffentlichkeit für dieses Thema entsteht. Und jetzt noch die Frage an Jonathan. Du hast ja auch Film studiert, Regie, glaube ich, Regie und Drehbuch. Und hast du an der Schule, wo du studiert hast, ähnliche Probleme gehabt? Oder wenn du Filme gedreht hast, musstest du da auch, wurde da auch nach der Versicherung gefragt? Oder wie lief das? Du meinst mich, oder? Ja. Leonard heiße ich. Leonard, Entschuldigung. Kein Problem. Ich wollte es nur nochmal sagen, nur damit hier niemand verwirrt ist. Das war, ich habe Drehbuch studiert. Und daher ist der Einsatz am Set sehr begrenzt in dieser Position. Deswegen war das kein Thema. Es gab das Thema der Versicherung so nicht bei der IFS. Meine eigenen Projekte, freie Projekte der IFS dann, waren immer nur technisch durch die IFS versichert und unterstützt. Aber es gab keine Ausfallversicherung. Also meine Projekte waren in der Form so nicht versichert. Das heißt, wäre es zu einem Ausfall gekommen, zum Beispiel meinerseits, dann hätte ich die Produktionskosten, das Budget hätte ich dann verloren und dann gäbe es da kein Zurück mehr. Das liegt daran, dass ich das eben immer so in einem recht kleinen Team, beziehungsweise mit einem sehr kleinen Budget vor allem, als gesamt kleine Produktion aufgefahren habe, diese Filme, die ich bisher gedreht habe. Und da war für sowas dann eben auch produktionell, dass sich da jemand drum kümmert, meistens gar keinen Platz. Gibt es noch Fragen? Haben wir noch Zeit? Gibt es noch Fragen? Eine Frage. Ah ja. Hi, Anton Finkeldey von der HMS. Jonas, du hattest eben angesprochen, barrierefreie Filme, also mit Untertiteln oder Ähnlichem auszustatten. Bitte? Fassungen, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ich habe mich da gefragt, ob ihr da irgendwer von euch da oben Erfahrungen hat, wie das mit der Finanzierung ist. Also ist natürlich eine vergleichbare, verhältnismäßig kleine Kostenstelle. Trotzdem, wie Förderungen bei sowas irgendwie reagieren oder sowas? Oder gibt es da extra Töpfe für sowas? Ja, der Witz ist ja, dass zum Beispiel, wenn man Filmförderung beantragt, man so etwas herstellen muss, aber es nicht veröffentlichen muss. Also wir haben ganz, ganz viele Filme in Deutschland, die eine Filmförderung bekommen haben, mit der Verpflichtung, barrierefreie Filmfassungen herzustellen, aber die sind nicht verpflichtet, die zu veröffentlichen. Deshalb werden die meistens so auf einer Arschbacke quasi gemacht, mal eben schnell dahin gerotzt und landen dann im Giftschrank. Das ist eine der großen Problematiken. Und natürlich ist es so, dass gerade für kleine Produktionen ist das natürlich ein großer Kostenpunkt. Auf der Berlinale aktuell, wir haben
Ich glaube, es gibt 10 Filme auf der Berlinale, die mit Audiodeskription zur Verfügung stehen. Was wenig ist. Was mehr ist als früher schon. Also das ist schon das ist etwas, womit die Berlinale sich gerade brüstet, dass es 10 Filme sind. Aber ja. Deshalb, also eigentlich ist quasi das ist Geld, was man mit einplanen muss, klar. Aber normalerweise ist das quasi auch mit verankert in der Filmförderung. Dann schließen wir hier mit das Panel. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Fragen und alles. Und auch vielen Dank nochmal ans Panel. Spread the word. Applaus